Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Danke, ihr liebes Publikum, hier im Theater 509 im Stollwerk zu Köln. Die Hitzewelle hat uns hier gerade heute Abend noch nicht ganz erwischt, aber schon so einen Hauch. Das heißt, wenn ich Sprachfindungsschwierigkeiten habe, wundert euch nicht. Ich bin Wassermann, ich brauche kalte Luft, aber wir haben hier ein bisschen Klimaanlage. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Netzstecker und Netzsteckerinnen, zu unserem heutigen Abend. Ich habe wahnsinnig interessante und spannende Gäste. Und möchte sie erstmal namentlich in einem Rutsch abhaken. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Volker Obran ist wieder dabei. Ja. Olaf Neumann alias Dr. Reh ist dabei. Und der wunderbare Max Giermann. Oh, danke schön. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ja, ich fange mal mit dir an, lieber Volker. Ja. Was macht die Kunst? Wie sieht's aus? Sikora heißt dein Laden in Hamburg. Wie läuft es? Läuft es eigentlich im Sommer erfahrungsgemäß schlechter als im Winter? Nee, bei mir nicht tatsächlich. Juli, August sind mit die besten Monate, weil, also es gibt ja nicht so viele Läden, die so ein Zeugs hier, diese bunte japanische Welt und so, wie ich anbieten. Und im Sommer kommen tatsächlich unheimlich viele Familien. Die Eltern müssen dann, meist mit ihren Töchtern, die darauf bestehen, auf dem Weg an die Ostsee oder sonst wohin unbedingt in Hamburg in dem Laden stoppen. Und dann, also da ist richtig gut was los. Und wenn, die sagen natürlich öfter dann, wenn sie schon mal da sind, sie kommen ja nicht so oft, dann kaufen sie auch manchmal ordentlich. Das höre ich aber sehr ja, gerne. Ja. Ja, also tatsächlich, es können viele, die den Laden halt irgendwie mal online gesehen haben oder kennen und dann in den Sommerferien dann da auch einen Stopp machen. Also die Monate sind schon wichtig für mich. Ja. Da wir heute Abend ja auch eigentlich fast außergewöhnlich mal einen Manga tatsächlich von einem japanischen Künstler besprechen werden, hast du den Eindruck, dass die Manga-Kunst in den letzten Jahren noch mal mehr anzieht, also die Interessenten und Interessentinnen daran, oder war das immer ein gleichbleibend? Nee, ich würde sagen, es hat sich auf einem hohen Level etabliert, sozusagen. Also die letzten Jahre ist es ungefähr gleichförmig gewesen, die Jahre davor ist es mal richtig nach oben gegangen. Ja. Aber klar, also im Comic-Markt oder auch im Literaturmarkt ist Manga eine feste Größe geworden und auf jeden Fall, es lohnt sich. Wir haben jetzt, es sind noch zwei neue Verlage dazu gekommen, die auch noch 10 bis 15 Titel jeden Monat rausbringen. Also wir haben jetzt knapp 100 Neuheiten jeden Monat allein schon. Ja, Wahnsinn. Und so Verlage wie Carlsen, die wir ja auch schon ewig lange kennen, bringen eben deutlich mehr Manga mittlerweile raus als klassische Comics. Ach. Ja, umso interessierter bin ich daran, wie du unseren heutigen Manga einordnest und wie du dazu stehst. Toll, dass du wieder dabei bist, Volker Obran. Freue mich sehr. Ja. Max Giermann, also einige werden vielleicht wissen, dass ich so eine lustige tägliche Quizshow auf Sat.1 mitmachen darf. Und wenn, oder auch bei der Muttershow, genial daneben. Und wenn Max Giermann zu Gast ist, dann weiß man einfach, da kann nichts schiefgehen. Ach, ich sag meine, das nicht. Also ich habe das anders empfunden schon auch. Ja, aber ich meine ganz ehrlich jetzt unter diesem Comedy-Aspekt. Es geht ja jetzt nicht um dein vielfältiges Wissen und deine großartige Assoziationskunst. Das kann ich ja heute zum Besten. So. Ne? Und Intuition, was diese dölligen Antworten anbetrifft. Aber das Schöne ist, wenn die Sendung nicht läuft, wenn ich selber schon merke, ich bekomme einen akuten Schlafanfall, dann muss ich selber nur sagen, Joche! Hola, chicas! Hey! Und dann läuft der Laden. Das ist die Garantie, dass du gute Laune hast. Das ist so super. Ja, ich habe immer gute Laune. Joche? Mein Name ist Joche, Alessi González, Matigal, Villari Bache, Buena, Bisset, Solica, Cojones. Ich liebe es! Und dann, ja... Ich mache es also bei Genial daneben eigentlich auch fast jedes Mal, weil ich es einfach so gerne für dich mache. Du musst es, weil ich dich immer dazu zwinge. Und das Beste war aber, dass Jorge tatsächlich mal bei dieser Quizshow war und er sprach genauso wie Max Giermann. Das war ist ja eigentlich fertig. Der Witz, nicht ich spreche wie er spricht wie ich. Ja. Der kann eigentlich Hochdeutsch, ja. Er spricht lieber wie ich. Das ist leider sehr lustig. Ja. Pass mal auf, Dicker, ich werde jetzt hier nicht aufzählen, wie viele Preise du schon abgeräumt hast, dass du Regisseur bist, gelernter Schauspieler bist, dass du der profilierte Comedy-Star überhaupt
überhaupt bist. Und ich weiß, dass wir beide mal bei einer Comedy-Preisveranstaltung waren. Da warst du noch relativ jung im Geschäft. Und da habe ich, weiß ich noch, da traf ich dich backstage und sagte, du bist der deutsche Jim Carrey. Das weiß ich auch noch. Ja. No? Ja, das weißt du auch noch. Das war relativ am Anfang. Ja. Und ich habe sofort dein unfassbares Talent, natürlich neben deiner Attraktivität, erkannt. Und ich weiß aber auch, dass du da ganz süß, irgendwie so beschämt fast, ein bisschen schüchtern reagiert hast. Das war aber keine Koketterie. Ne? Du kannst mit Komplimenten ein bisschen schlecht umgehen. Kann das sein? Ja, das höre ich öfters mal. Ja. Das stimmt. Ja, ja, kann ich wirklich nicht so gut. Aber ich muss auch sagen, also ich bin wirklich so ein riesiger Jim Carrey-Fan. Für mich gibt es halt niemanden Größeren. Also ich liebe ihn so sehr. Und deswegen ist es, also ich kenne auch so ziemlich alles von ihm. Und der ist für mich, er hat so ein unfassbar großes Talent, dass das für mich eigentlich das größte Kompliment war, was du mir machen konntest. Und deswegen, glaube ich, war so diese Scham so ein bisschen, weil ich das einfach gar nicht annehmen kann. Aber es hat mich natürlich, deswegen werde ich das auch nie vergessen, dass du das damals zu mir gesagt hast. Ja, aber es kam vom Herzen. Ich meine, wie viele junge Leute oder aufstrebende Künstler sagen, mein großes Vorbild ist, und dann guckst du dir die auf der Bühne an oder du siehst ein Sketch oder du siehst ein Soloprogramm und denkst, jo, da klaffen aber mal Welten zwischen deinem Vorbild und dir. Und bei dir ist es enorm, wirklich, was du kannst. Deine Verwandlungskunst, aber eben auch deine Präzision, dein Timing. Jetzt sind wir natürlich nicht in Hollywood. Also ich denke mal, wenn bin ich hier falsch. Wenn in Deutschland die Filmindustrie oder das, was auch von Jim Carrey oder Talenten wie dir gefragt würde, boomen würde, dann wärst du auch jetzt wahrscheinlich schon mit in Hollywood und würdest an seiner Seite spielen. Ja, du, aber ich will mich nicht beklagen. Also das ist aber lieb, dass du das sagst. Nein, nicht. So, und jetzt küttelt aber. Dadurch, dass ich gerne, der Kollege Nils oder Thorsten Sträter waren ja zum Glück auch schon hier zu Gast und alle, die ich toll finde und die ich vom Herzen mag, die frage ich, sag mal, hast du vielleicht auch mal Comics gelesen oder hast du da irgendwie einen Draht zu? Ich fände es so toll, wenn du kämst. Und dann sagtest du, ja, in der Tat habe ich und ja, ich würde auch kommen. Ich wohne auch in Köln, ich würde auch kommen. Und heute hat es also wirklich geklappt und ich darf sagen, das ist mir eine ganz große Freude und für uns hier alle wirklich eine Ehre, dass du uns heute hier bereicherst. Ja, vielen Dank dafür. Für mich war es auch. Dankeschön. So, jetzt kann ich dich oder ich werde dich fragen, erste Comic-Erfahrung. Erinnerst du dich noch, kleiner Junge, irgendwo im Bett oder in der Baumhütte? Was war dein erster Comic? Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz konkret, aber ich weiß, dass es natürlich mit den lustigen Taschenbüchern angefangen hat, also ganz klassisch mit Mickey Mouse und Donald Duck, also so Donald Duck und Tick, Trick, Track und die Panzerknacker und so waren so meine ersten Helden, würde ich sagen. Aber so richtig angefixt, also bei mir war das jetzt kein, ich war jetzt nicht so Special Interest, ne, sondern ganz normal Asterix und Lucky Luke. Und Lucky Luke war ich wirklich mega Fan. Also ich hatte alle Bände und Lucky Luke habe ich verschlungen und geliebt. Und tatsächlich auch, also ich meine, Kinder zeichnen ja oft und malen oft, aber ich bin in einem Haushalt von zwei Kunsterziehern groß geworden, die beide auch leidenschaftlich malen und zeichnen. Und ich habe Unmengen gezeichnet als Kind. Ich habe schubladenweise voll Stapel, tausende von Zeichnungen und es sind so richtige Wimmelbilder. Ich habe alles, was ich erlebt habe, war bei dir möglicherweise ähnlich, alles, was ich erlebt habe, im Fernsehen gesehen habe oder wenn wir auf Ausflügen waren, immer danach sofort zeichnen müssen. Also, und das war lange Zeit so mein Steckenpferd und deswegen habe ich tatsächlich bei den Comics immer die Zeichnungen besonders schon geliebt, auch als Kind. So. Ja. Und das ist nämlich jetzt für mich das sehr, sehr Spannende. Weil das wusste ich nicht, dass du selber ein Zeichner, ein Scribbler bist, auch ein Künstler in dem Gebiet. Und als ich mit meinem Produzenten Kardinal Meißner mich traf zur Vorbereitung, sagte er tatsächlich, hör mal, der Max Giermann hat der Flora in irgendeiner Cloud über Apple... Ja, aber das war schwierig. Muss ja auch schwierig gewesen sein, Zeug geschickt. Das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt ist der erste Moment. Ich hoffe, dass das hier... Wobei ich dazu gerne noch was kurz ja, was sagen möchte, unbedingt. Sonst hängt die Latte kurz, zu hoch. Lass dir ganz kurz nur diesen Elfmeter geben, dass ich gesagt habe, na, jetzt bin ich aber gespannt. Und ich habe, also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass es Fotos gibt, die es gibt oder die du gemacht hast, wo du dann... pointiert irgendwelche Dinge noch drüber scribbelst? Unterschied, das ist so eine Sache, die ich mache, allerdings auch noch gar nicht so lange. Also wie gesagt, als Kind habe ich unglaublich viel gezeichnet, wollte auch tatsächlich studientechnisch mal in diese Richtung gehen, wollte eigentlich auch Trickfilmzeichner werden lange Zeit und so, habe früher auch als Jugendlicher mir so immer als Cartoonist damals für eine lokale Drachenflieger-Zeitschrift immer so ein bisschen was dazu verdient und so. Das war also eigentlich so meine Leidenschaft und dann kam aber diese Schauspielsache um die Ecke. Dann bin ich zur Schauspielschule gegangen und
seitdem Ernst ich dann Busch, ne? Ja, genau. Und seitdem ich dann sozusagen da drin war, habe ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr gezeichnet. Ja, und das ist, das ist nämlich der Irrsinn. Und als ich dir eben auch schon wieder die Eier schaukelte in der Garderobe und sagte, wie geil, dass du da bist, danke, 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 sagtest du, ich bin der Frohste, weil ich endlich mal wieder gelesen habe. Genau, ja, und insofern bin ich auch sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast, weil auch das Comic-Lesen habe ich auch irgendwie so vergessen. Ich Schande! Ja, es ist wirklich ein bisschen eine Schande. Shame, shame, und, ich habe einen Game of Thrones-Ring an. Shame! So, ja, ich schande auf mein Haupt. Also zeichnen tue ich tatsächlich mehr denn je jetzt, also da weiß nicht, habt ihr, glaube ich, auch was vorbereitet, aber da mache ich halt so, vor allem auch bei Instagram, so auf die Schnelle, oft auf dem iPad. Ja, ja, gucken wir uns mal witzige, an, weil kleine ich überhaupt nicht weiß, was du machst. Okay, und Comic werde ich ab jetzt auch mehr lesen, versprochen. So, versprochen, ja. Das ist schon mal gut. Comic, dann hat die Sendung ja einen Sinn jetzt schon gemacht. Jawohl. Ach, wie geil. Sehr schön. Sehr gut. Ja, danke. Dankeschön. Ja, das ist gut. Wow. Vielen Dank. Es ist ja, herrlich du hast zu sehen, es, du dass hast, es funktioniert. Du hast an den Reaktionen gehört, weil du hast, glaube ich, in keiner Fernsehshow das schon mal gezeigt. Nee, deswegen ist das dann auch toll, dass wir die Premiere sein durften. Jetzt habe ich natürlich die Frage, suchst du die Bilder im Internet oder machst du die Fotos selber? Unterschiedlich. Die meisten, die jetzt da waren, habe ich gemacht. Also laufe ich irgendwie durch die Straße. Schon und mit einer Vision? Ja, ja, ich sehe dann was und denke, ach, das kann ich daraus machen und so. Das ist auch ein bisschen, man wird dann irgendwie ein bisschen plemplem, weil man nur noch so durch die Gegend läuft und irgendwo Gesichter sieht und Hunde und Tiere. Du siehst wahrscheinlich Hunde überall. Ja, ja. Sag mal, und ist das immer Handyfoto oder hast du eine Kamera dabei? Nee, Handyfoto. Also tatsächlich ist auch das oft so, diese Straßenschilder oder so, das ist dann oft direkt in dieser Instagram-App reingezeichnet, da kann man halt auch so malen. Und es entsteht oft ganz schnell. Es ist so, ich finde, das hat auch gerade so ein bisschen diesen Charme von einer Skizze, dass man was sieht und schnell was draus macht. Ja. Ja, und dann gibt es eben auch noch diese Cartoon-Ebene. Also ich habe da jetzt wirklich in den letzten, also ich mache das jetzt wieder seit 2,5 Jahren und habe sicher 3000 Sachen gesammelt seitdem. Will jetzt auch ein Buch langsam mal rausbringen. Ich wollte gerade danach fragen. Es bietet sich jetzt irgendwie an, ne? Sonst liegt das alles nur rum. Und es macht mir einfach, also es ist tatsächlich das, was so aus mir rauskommt. Und das lag halt so lange brach und jetzt ist es für mich wieder eine wichtige Ausdrucksform. Und wir durften es zum ersten Mal sehen. Herzlich willkommen, Max Giermann ist da. Vielen Dank. So, und wo du Cartoon als Stichwort sagtest, begrüße ich ganz herzlich den Olaf Neumann, Pseudonym Doktari, was mich besonders erfreut, weil ich ja ein Riesenfan von Doktari war. Und Doc Hund, du hast dich, glaube ich, als Cartoonist spezialisiert, wirklich auf dieses Hundethema, weil du selber ein Hundefreund und Besitzer bist. Ja, ja, ich bin Problemherrchen im Hauptberuf eigentlich. Braucht es meine Dogge jedenfalls immer. Da wollen wir uns mal kurz ein paar angucken, bitte.
Das ist so witzig und so toll gezeichnet. Wir sind froh, dass du da bist. Olaf Neumann, Dr. Reh. Dankeschön. Sag mal, das verkauft sich doch mit Sicherheit in den Bahnhof-Buchhandlungen wie geschnitten Brot, diese Art von Büchern, oder? Naja, das ist so, gut, die Verkaufszahlen muss man mal beim Verlag fragen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das schon ein Thema ist, was die Leute sehr schnell erreicht. Weil ich biete ja mit diesen Büchern eine Projektionsfläche. Man erkennt sich wieder. Ich habe ja eine relativ große Facebook-Community. Also, hallo, liebe Facebook-Freunde. Ne? Also fast 38.000 mittlerweile, die wirklich da jeden Tag gucken, lesen, kommentieren, ja, schreiben, auch inspirieren. Ne? Also ich bekomme ja ganz viele Fotos zugeschickt von lustigen Begebenheiten. Und es ist wahrscheinlich so, wenn man Zahnarzt ist, wird man auch mal ständig antworten, ey, ich habe da was. Ne? Ja. Wenn man Hundebesitzer ja, ja, ist, dann wird man dann du auch... Du bist aber auch nicht genervt, weil ich, nein, mal, ach, weil ich mal mit Flix sprachen wir in Hamburg, glaube ich, darüber. Ja, das. Dass da Leute dann zum Signieren kommen auf die Messen und sagen, hör mal, ich hab da einen für dich, ich hab da einen für dich. Also das nervt dich nicht, du empfindest das als Inspiration. Genau. Sag mal, bevor ich darauf komme, was ich ergoogelt habe, was mich sehr beeindruckt, was du sonst noch alles machst, möchte ich natürlich noch mal kurz über diese Cartoon-Geschichte sprechen. Gerne. Ich finde, dass du, ich darf das mal kurz hier auch sehr gerne in die Kamera halten, Merchandise. Du kannst, ach, der Schirm ist zum Glück von der Bühne. Hast du einen eigenen Shop oder deinen Verlag mit Merchandise? Verlag unter Amazon. Überall, also Amazon, ihr könnt auch Schirme erwerben, käuflich mit Dr. Sammelfiguren, Kühltaschen. So, also du bist so richtig einer der bekannteren Cartoonisten auch und es verkauft sich. Ich bin nur abergläubisch, deswegen sollte der Schirm nicht auf der Bühne bleiben. Deswegen haben wir aber gleich ein Bild, was mich viel mehr beeindruckt. Jetzt habe ich die ja beide gelesen und auch meine Freundin Karin Tarnaski, die selber auch Hundeerfahrung hat, hat es dann auch nochmal gelesen und hat wirklich laut gelacht und gekichert. Also alle, die Hunde haben, die finden das Zucker. Jetzt bin ich aber wirklich auch beeindruckt. Ich habe den Flix mal gefragt, weil der auch Cartoonist ist, aber ja eben auch Geschichten malt, wo der Unterschied ist und ob er jetzt Cartoon schöner findet und er sagte, nee. Also dieses Fokussieren, ne, auf eine Pointe, ein Bild, da muss alles direkt bam, ich erzähle lieber eine Geschichte. Wie ist das denn bei dir? Bist du froh, dass du, was das Zeichnen anbetrifft, ein Cartoonist bist? Oder sagst du, also irgendwann reicht mir das auch mit diesem lustigen kleinen Hund auf dem Sofa Pointen, ich will mal eine ganze Geschichte erzählen? Also sagen wir mal so, das ist ja so, ich habe ja bei diesen Cartoons, gibt es viele fortlaufende Dinge, die sich entwickeln. Ähnlich wie wir es bei Charlie Brown kennen, Lucy, Charlie, der Football, den sie immer in letzter Minute wegzieht. So gibt es ja auch spezielle Themen, die sich fortsetzen. Und ich habe auch ein Personal, was sich entwickelt. Es sind immer mehr Hunde dazugekommen. Ja. Ne? Es gibt da so die Selbsthilfegruppe mit Hunde mit Menschen im Bett. Ne? So. Wer kennt die Situation nicht? Ne? Und die eine beschwert sich, dass er immer so kalte Füße hat. Ja, genau, genau. Und da gibt es halt immer Themen, die diskutieren auf der Hundewiese, die ganzen Probleme mit ihren Herrchen und wie sie das in den Griff kriegen können und so weiter. Das ist, so eine, das ist eigentlich eine Geschichte. Das Wenn stimmt. man die einzeln hintereinander setzt, dann hat man eine Entwicklung auch der Charaktere, die sie auch weiterentwickelt haben. Das hat auch über die Jahre eine Entwicklung stattgefunden. Anfangs hat Bruno nie gesprochen. Der hat anfangs nur noch, anfangs hatte ich so eine Idee, dass der in Filmzitaten redet. Er hat aus dem Herrn der Ringe zitiert, wenn der Herrchen kommentiert hat, sowas. Das war auch ganz speziell, so ein bisschen nerdig halt auch. Aber dann irgendwann habe ich das Personal erweitert, die zweite Dogge kam dazu, wie im echten Leben auch. Und dann haben die beiden Hunde halt miteinander über Herrchen gesprochen. Ne? Herrchen konnte natürlich nie was verstehen, aber das war natürlich immer eine schöne Diskussionsgrundlage, gab auch mehr Spielmöglichkeiten. Dann kamen halt deren Hundefreunde dazu, die dann sich austauschten, alle unterschiedlich gelagerte Probleme hatten mit ihren Besitzern und mit anderen Hunden, dann Katzenproblematik und was man so natürlich hat. Ne? So. Natürlich, der ganze Kosmos. Genau. So. Genau. Das heißt, du wirst dabei bleiben.
Es wird kein Buch. Ja, nein, ich frage nur. Selbstverständlich. Also aber auch, weil es kommerziell sehr erfolgreich ist und sich gut verkauft. Es ist, das war und ist gar nicht so der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Weißt du, was für mich das viel Wichtigere ist bei der ganzen Geschichte? Dieses Gefühl, was ich morgens habe, dass so morgens, wenn die Cartoons gepostet sind, so viele Menschen bei ihrem Morgencafé auf dem Handy gucken und sich über den Cartoon analysieren, schon auf den nächsten freuen. Das ist viel befriedigender als alles andere. Deswegen möchte ich auch auf gar keinen Fall aufhören. Das finde ich toll und das freut mich sehr, dass du das auch so sehr gut beherrschst. Jetzt habe ich dich natürlich gegoogelt und bin wirklich von den Socken über zwei Dinge. Du bist einmal irgendwie Vorsitzender, das musst du vielleicht kurz erzählen, von irgendeinem Fashion Design Gedön. Also scheinbar hast du hast was mit Mode zu tun. Lass uns das kurz abhaken, weil ich dann gerne auf deine bildende Kunst kommen würde. Genau. Ja, Mode habe ich früher gemacht. Mich hat also Design und so immer sehr interessiert. Insofern habe ich eine ganze Zeit lang Modedesign gemacht, mal Vorsitzender von so einem Modedachverband von Nachwuchsmodedesignern, habe zusammen mit der Landesregierung NRW einen Modedesignpreis verliehen, unter anderem auch an deine Kostümbildner, Ralf Hasi Hartlib und Lothar Abstoß. Das ist also, die hatten halt dieses Dievengötterprojekt. Bin ich irgendwie geschnitten, dass man die Jacke und kurz sieht von Ralf Hasi Hartlib? Genau. Ich glaube, alle Kameras sind auf dich gerichtet. Egal, ich bin tapfer. Genau. Also auch ganz liebe Grüße an die beiden. Und also sehr gerne. Und die haben einen Preis bekommen für die Dievengötter-Sache. Die habe ich zusammen mit dem Wirtschaftsminister von NRW seinerzeit auf der Bühne gemeinsam überreicht, war damals Jury-Sprecher und ja, genau. So. Das hat mir viel Spaß gemacht, bin danach aber, irgendwann hatte ich da die Nase voll, hatte auf diese ganzen Modezirkus keine Lust mehr, bin dann nach Ibiza gegangen und habe gesagt, jetzt male ich wieder, das, was ich ursprünglich immer machen wollte auch und habe dann einen sehr schönen Einstieg gefunden für mich selbst, auch weil ich da auch auf der Suche nach Themen war. Ich habe da Dietmar Schönherr kennengelernt, mit dem ich dann auch wirklich gut befreundet war, habe auch sein Porträt für seine Biografie gemacht, habe danach auch sehr viele andere Celebrity-Porträts gemacht und habe damit so Bilder gemalt, die Geschichten erzählen. Und das so, pass auf, bevor du weiter sprichst, denn du hast uns zum Glück, was ich toll finde, ein großes, tolles Bild mitgebracht, wenn wir das mal eben anschauen können. Ist das so gut? Wir sehen also jetzt Dietmar Schönherr, Raumpatrouille. Wenn du es ein bisschen nach vorne kippst, ist es mit der Reflexion besser. So. Mhm. Wir sehen also Dietmar Schönherr, Raumpatrouille Orion. Da rechts ist sein Nicaragua-Projekt, was ein bisschen eher cartoonistisch reingemalt ist. Genau. Und unten haben wir aber die Bildzeitung mit Schlagzeilen von ihm, Brot und Kunst für Nicaragua. Genau. Und Reagan ist. Genau. Das war, also er war hinten auf dem Arsch von dem Blick und das war die Schlagzeile. Genau. So, pass mal auf, mein Lieber. Ja. Ich bin fassungslos, nein, weil ich immer gegoogelt habe, er malt fotorealistisch und der Name Hellenwein natürlich immer mitfiel. Und jetzt sehe ich also zum ersten Mal hier live ein Bild von dir und bin fassungslos, wie geil das ist und wie toll ich das Bild finde. So. Und dann bin ich weitergelandet über deine Projekte. Ich glaube, du hast 2013, 2014, ich weiß nicht, wann das letzte war, ein Projekt Schwarmkunst. Das heißt, richtig, viele deiner Followers sollten dir Fotos schicken, Bilder von sich und auch einen Lieblingsgegenstand. Ja, genau. Du hast die Dinge dann so fotorealistisch abgezeichnet und hast das alles zu einem riesigen Porträt von dir selber zusammengesetzt. Genau. Also man kann das auch finden im Internet, dieses Bild von dir. Einfach Schwarm. Und das ist wie, einzelnen Bilder, die dir geschickt wurden, das ist dieser Pixel-Effekt. Das heißt, wenn man von weitem drauf schaut, ist es Olaf Neumann. Ich bin wirklich beeindruckt. Damit bist du auch in Museen. Ja, ja, klar. So, ja, ja, sag nicht, ja, ja, klar. Ich weiß das erst seit heute Mittag. Frage, also wird die Community dich als Cartoonist über lang oder kurz verlieren und wird das dein Haupteinnahmequelle sein? Nein, das läuft ja parallel. Ich habe das ja auch sehr schön miteinander verschränkt, weil das Schwarmkunstprojekt, was ich danach gemacht habe mit dem Kunstmuseum Mühlheim an der Ruhr, war folgendes, und zwar, es gibt ja das Thema in der Kunst, der Sammler und seine Sammlung, seit vielen Jahrhunderten. Ja. Und es kam aber noch nie jemand auf den Gedanken, mal eine öffentliche Sammlung abzubilden, weil da sind die Besitzer, wir alle. Also bin ich ins Museum gegangen, da oben steht so eine Scully-Büste. Pardon? Diese Scully-Büste, die in der Mitte steht. Ja. Davon gibt es farbige Varianten. Da habe ich so in CMYK, also Gelb, Cyan, Magenta, Schwarz und Weiß, so Büsten gemacht. Bin mit denen ins Museum gegangen und habe dann die Besucher gebeten, sich vor ihrem Lieblingsbild aus der Sammlung, also
Beckmann, Nolde, was auch immer, mit so einer Scully-Büste von mir fotografieren zu lassen im ersten Schritt. Aus den Fotos habe ich dann wieder so hyperrealistische Zeichnungen gemacht. Und dann mit den Fotos und so weiter haben wir das Museum abgebildet. So ein großes Bild, was auch in der permanenten Sammlung des Museums Mühlheim hängt. Und das ist also das erste Mal in der Kunstgeschichte, dass so etwas so in der Form gemacht wurde. Und das Schöne ist natürlich, man sieht das Museum jetzt von außen, Fassade, so eine Barockfassade, ja. Und von innen natürlich gleichzeitig, wenn man nah rangeht, sieht man die ganzen Besucher mit ihren Bildern und so weiter. Es war eine Höllenarbeit, weil ich musste, ich musste auch die ganzen Originale natürlich runterkopieren. Natürlich, Höllenarbeit. Aber wie groß ist dieses Format dann? Von 30 mal 30 Zentimeter, die einzelnen Zeichnungen, mhm. Und das große Bild ist jetzt irgendwie 3,50 Meter mal irgendwas. Ja. So. Es ist der Wahnsinn. Wie ich gerne Kollegen, die hier sitzen, frage, die viel arbeiten, woher nimmst du die Zeit? Du musst ja auch mit den Hunden Gassi gehen. Ja, das ist ja zum Beispiel alles sehr gut organisiert. Also mein Gassi-Spaziergang ist ja immer morgens um 7 mit meiner Dogge und mit dem kleinen, jetzt neuen Familienmitglied, ja. Fini, kleine Malteserhündin, die demnächst auch in den Cartoons auftauchen natürlich, wird. Natürlich. Und treffe mich dann noch mit einer guten Freundin, mit ihrem Hund und dann gehen wir morgens im Wald spazieren. So, und diese Stunde, die ich da morgens habe, holt mich einmal runter, entspannt mich, bringt aber auch neue Ideen, weil die Hunde haben immer irgendwelche Ideen. Die Hunde haben immer Ideen, das kenne ich genau. Noch von unserem Fox Terrier Tobi. Genau. Ne? Also übrigens der intelligenteste und humorbegabteste Hund, den ich jemals traf. Ja, müssen wir vielleicht mal einen Gastauftritt machen. Aber könntest du, ja, der ist ja schon 100 Jahre tot, aber macht ja nichts, kann es nicht sein, dass jeder seinen Hund am intelligentesten, humorbegabtesten und großartigsten findet? Ja, wahrscheinlich schon. No. Also jeder Hund hat ja seine eigene Persönlichkeit, hat auch seine eigenen Dinge. Also auch meine Aber ich kenne auch brunzendumme so. Hunde, bei allem Respekt. Der Tobi war schon. Er hatte die Nase vorn. Kannst du überhaupt Bier trinken? Du musst wahrscheinlich mit den Bildern im Auto wieder nach Hause fahren und trinkst keinen Alkohol. Vor allem nicht meine bei deinem Assistentin ist dabei, bitte? Die fährt mich. Meine Assistentin ist dabei, die fährt mich. Ach, die fährt dich, das ist super. Assistentin Roxanne ist dabei. Genau. Weil ich muss dir bitte Hobby-Geschichte noch erzählen. Ja, auf jeden oder Fall. Vielleicht gerne, sogar gerne, zwei. Gerne. Ja, gerne. So. Und aber auch zum Beispiel Hunde reanimieren. Der Tarzan in den Büchern, auch eine schöne Geschichte, ist der verstorbene Hund von Dietmar. Auf den ich mal aufgepasst habe, wenn Dietmar zum Dreh gefahren ist auf Ibiza, dann hatte ich mal den kleinen Tarzan in Pflege und dem musste ich natürlich ein kleines Denkmal setzen auch in den Büchern. Ah, das ist toll. Also ich darf an eigener Stelle kurz erzählen, ich habe Dietmar Schöner mal in einer Talkshow kennenlernen dürfen, danach saß man zusammen. Da war gerade sein Nicaragua-Zeug, wo er auch einen Hungerstreik machte. Ja. Und da weiß ich noch, dass ich das noch am 10. Bier sah, so eine Sommer, wenn man Hungerstreik macht, kackt man da eigentlich noch. Und Dietmar Schöner in einer Souveränität sagte, ja, man kackt noch regelmäßig. Und also Dietmar Schöner, jetzt mal unabhängig von meiner Raumpatrouille, Liebe. Ja. Gut, ich war in Eva Pflug mehr verknallt als in Dietmar Schöner. Aber Dietmar Schöner gehört zu den besten und großartigsten Schauspielern und zu den beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich im Kollegen-Business kennenlernen durfte. Einer der nettesten, liebevollsten, großzügigsten Menschen ever. Ich bin wirklich total froh und stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass er mich seinen Freund genannt hat. Ja, absolut. Toll. Also das war auch Vivi und so. Also großartige Menschen. Großartige Menschen. Ja. Und ich bin froh, dass du heute Abend hier bist. Olaf Neumann, Dr. Reh ist heute Abend da. Danke fürs Zeigen. So. So, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt auf euer aller Meinung zu den 6 Werken, die wir heute Abend besprechen wollen und freue mich auf unser erstes Buch, Money Man. Ohne Geld hätten die Trickfilme eines Walt Disney nie die Traumfabrik verlassen. Und um dieses Geld für die Produktion kümmerte sich Walts Bruder Roy, der Money Man an der Seite des berühmten Kreativen. Alessio de Santa und Filippo Zambello erzählen die Geschichte dieses ungleichen Brüderpaars. Der pflichtbewusste Roy muss auf den impulsiven Walt Acht geben, in jungen Jahren wie auch später. Eingebettet ist diese von Lorenzo Magalotti gezeichnete und von Giulia Priori und Lavinia Pressato kolorierte Comicbiografie in eine Rahmenhandlung. Die ist bunt gehalten und hebt sich dadurch auch optisch von der sepiafarbenen Vergangenheit ab. Der gealterte Roy ist 1971 zur Einweihung von Disneyland nach Florida gereist und trifft in einem Hotel eine Dame samt kleiner Tochter. Beide Zeichentrickfans. Ihnen erzählt der Money Man von den Schwierigkeiten, angefangen mit der Kindheit der ungleichen Brüder,
Über Walls erste Trickfilmversuche, durch die Wirtschaftsdepression und zwei Weltkriege hindurch, bis zu den großen Erfolgen der Disney-Filme. Dabei werden auch Niederlagen und Rückschläge nicht ausgespart, wie die Kündigung des wichtigen Zeichners Ab Iwerks. Ebenso wenig wie die Differenzen, die Roy mit seinem Bruder auszufechten hatte. Am Ende eint beide ihr untrügliches Gespür für außergewöhnliche Stoffe und deren glanzvolle filmische Umsetzung. Also ich habe einen Beitrag in der Kulturzeit, ich gucke ja regelmäßig Kulturzeit respektive, nehme es auf, habe ich einen Beitrag gesehen und habe irgendwie beim Kardinal geappt, Money Man, Disney, besprechen wollen. Und dann kam es und dann habe ich es gelesen und ich würde mich jetzt sehr dafür interessieren, wie das bei euch angekommen ist, Volker, wenn du vielleicht den Anfang machst. Ich fand es auch interessant, also Thema Disney auf jeden Fall. Ich finde auch den Ansatz, das über seinen etwas unbekannteren Bruder zu erzählen, eigentlich ganz gut. Das Ergebnis ist aber sehr durchwachsen, finde ich, und auch so ein bisschen zwiespältig. Ich bin ja auch so ein Nerd und mich stört dann, wenn zum Beispiel irgendwas nicht in der richtigen Reihenfolge ist, wenn ich meinte, dass da irgendwas mit dem Film nicht ganz korrekt war und das war eigentlich der davor. Und deswegen habe ich da dann mal kurz nachgeschaut, dass einiges so stimmt im Wikipedia-Eintrag. Also das stimmt größtenteils. Aber da ist mir aufgefallen, dass das, was ich dort gelesen habe, praktisch genau das Gleiche war, auch in der gleichen Reihenfolge, wie ich es hier jetzt so gelesen habe. Also ich hatte danach das Gefühl, ich habe gerade einen illustrierten Wikipedia-Eintrag von Walt Disney gesehen und nicht viel darüber hinaus. Und genau so ging es mir auch. Also ich war enttäuscht nach der Lektüre. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich erwartet habe, aber als riesen Disney-Fan kannte ich auch schon irgendwie andere Anekdoten, die mich jetzt mehr interessiert hätten. Ja, also ich glaube, vieles kannte man auch schon, wenn man sich ein bisschen für Disney interessiert. Aber weißt du, was ich mit am schlimmsten finde? Ich meine, gut, natürlich will man irgendwie auch dem Roy Disney jetzt mal irgendwie ein Denkmal setzen. Aber diese seitenlange nebendran Geschichte vor der Eröffnung von Disney World, diese Mutter mit ihrer Tochter. So ging es mir auch. Mama, ich will ein Eis. Also über 6, 7, 8 Seiten erzählen die mir da die Randgeschichte, die die Geschichte nicht voranbringt, die mir Roy Disney nicht wirklich näher bringt in seinem Charakter. Und ich dachte, schnarch mich an. Ja, nicht nur schnarch, also auch so, ich fand die auch immer total unglaubwürdig. Klar, natürlich braucht er, also das ist der Aufhänger, den die sich jetzt gesucht haben, wie erzählen wir die Geschichte? Wir lassen Roy das jetzt dieser Frau erzählen. Ja. Aber es ist total unglaubwürdig. Es fängt ja schon damit an, dass die so ein ganz naiver Fan ist, wie, Walt Disney hat nicht alles gezeichnet, selbst? Das glaube ich nicht. Und das Kind tritt ihn vor Schienbein. Ich habe genau gesehen, wie er die Mickey Mouse gemalt hat. Daraufhin kriegt er dann von der Göre einen Tritt gegen Schienbein. Ja. Und dann sagt er sich, oh, super, den erzähle ich jetzt mal meine Lebensgeschichte. Ja, genau. Das ist sehr so, altbacken. Das fand ich so ein bisschen absurd alles. Es ist halt so ein billiges Hilfsmittel, einfach nur um einen Grund zu haben, also wie er jetzt dazu kommt, die Story zu erzählen. Da hätte man sich vielleicht einen anderen Ansatz suchen können. Also ich bin da total bei euch, ich habe es auch so empfunden. Also es war das Erste, das ich gelesen habe, weil es mich am meisten interessiert halt so vom Inhalt. Und ich finde auch die Aufmachung sehr schön. Also ich finde irgendwie, das Geld man hat Lust, das zu... Ja, nee, irgendwie mag ich das. Ja. Hat mich am meisten angesprochen, habe es als Erstes gelesen, war dann auch ziemlich enttäuscht. Ich meine, das Hauptproblem ist natürlich, wenn man sich so ein Vorbild nimmt. Also ich meine, Disney, der so bekannt dafür ist, dass er so detailverliebt und so liebevoll die Sachen, dann vermisse ich irgendwie so diese Liebe. Also ich finde, wenn man das ein Hommage ist an so einen großen Künstler, dann müsste ich das irgendwie, finde ich, widerspiegeln in dem Werk. So. Und das tut es nicht wirklich. Ne? Ich finde es auch von der zeichnerischen Qualität und so ist es nicht so richtig überzeugend. Ich fand auch diese Rahmenhandlung schrecklich altbacken und einfallslos und so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn man sich für Disney interessiert und vielleicht keine Lust hat, eine Biografie zu lesen oder den Wikipedia-Eintrag, finde ich dennoch, dass man da irgendwie auch was rauszieht und ein bisschen ein paar Informationen bekommt, also wie der zum Beispiel dann irgendwie Verfahren entwickelt hat, dass man, dass die Tonspur direkt mit auf dem Film ist und so, also was der sich alles so, wie wenig der mit Geld offensichtlich umgehen konnte und wie sehr der seine Vision, also immer wieder seine Vision weiterverfolgt hat, was das für ein großer Träumer auch war und so, also ich finde so ein bisschen was kriegt man da schon raus. Ja. So. Also ich fand es jetzt keine vergeudete Zeit, es zu lesen. Also. Ja. Ging mir auch so. Ich fand es ganz schön, eigentlich das Verhältnis zwischen den Brüdern. Das ist eigentlich ganz gut rausgearbeitet.
grafisch fand ich das auch so mittel. Ich gucke ja auch mal sehr von der grafischen Seite drauf. Ja, ich leider auch. Also ich bin jetzt keine Grafikerin, aber ich fand es auch mittel, die Artwork. Also ehrlich, das war für mich wie Artwork so ein Kinderbuch aus den 60ern. Yep, genau. Wie so eine, oder so ein, so ein Ärzte-Comic. Ja. Steckt euch nicht an, also seid mir nicht böse. Nee, nee, sorry, das ist nicht, war nicht so. Artwork ist bei mir auch durchgefallen. Ist bei mir auch durchgefallen eigentlich, ja, fand ich auch nicht so schön. Da habe ich auch mehr erwartet, gerade bei dem Thema Disney, dass man da etwas findet, was ein bisschen mehr so die Faszination Disney widerspiegelt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja. So. Ja. Das hätte man sicherlich anders lösen können. Das Feld zwischen den Brüdern, das fand ich ganz spannend eigentlich. Das war eigentlich ganz schön. Diese Rahmenhandlungsgeschichte fand ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Da hätte man auch einen anderen Weg finden können. Wobei ich natürlich jetzt auch hier meine Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil das ist natürlich auch eine echte Herausforderung. Bei der begrenzten Seitenanzahl so viel Inhalt zu transportieren, da muss man sehr gut überlegen, was macht man wie, wo, und manchmal trifft man wahrscheinlich auch die falsche Entscheidung. Das ist da wahrscheinlich so passiert, ne? Bisschen schade. Also kleines Aperçu am Rande. Disney, also der Walt Disney, hustet sicher durch jeden Panel. Also in jedem Panel, wo Walt Disney ist, ist, weil der Kettenraucher war. Und ist scheinbar auch an Lungenkrebs dahingesiegt. Wobei es gibt wirklich genügend Lungenkrebserkrankungen, die nicht kausal mit Rauchen zu tun haben. Aber lass mal am Rande. Letztens bei Genial daneben dem Quiz war die Frage, warum die. Warst du das zufällig dabei? Nee. Pass auf. Jetzt ködet. Ich weiß nicht, ob die schon gesendet wurde, ist auch egal. Warum, warum in den Parks, in den Euro Disney und warum alle Mitarbeiter immer so zeigen, wenn sie die Richtung angeben? Und wir dachten natürlich ja wegen der guten Erziehung. Wir kannten ja auch als Kinder, man zeigt nicht mit nacktem Finger, weil es einfach höflicher ist, so zu zeigen. Da war die Erklärung doch tatsächlich, dass Walt Disney immer eine Zigarette in der Hand hatte und immer so gezeigt hat, weil der die Fluppe in der Hand hatte. Das ist, fand ich eine schöne Geschichte, nur weil ich auch in den Kritiken über dieses Buch las, Kettenraucher, aber man durfte ihn in der Öffentlichkeit nicht mit einer Zigarette sehen. Kann ja gut sein, kenne ich auch von anderen Leuten, darf ich nicht. Mach kein Foto, wenn ich eine Zigarette in der Hand habe. Aber dann immer dauernd dieses. Es ist hier so penetrant, dass du eigentlich denkst, sie müssten ihn auf jeder Seite sofort ins Krankenhaus oder den Arzt rufen, sozusagen. Aber es wird dann irgendwie als normal. Ich habe es jetzt in der Tat lautmalerisch besser gemacht, als es hier steht. Ja, tatsächlich. Was steht da immer? Chuck, Chuck? Immer so ein komisches Wort. Wie so ein Staccato irgendwie. Ja, das ist dann so ein Comic-Soundword für solche. Sind das eigentlich alles Italiener, Volker? Ja. In Italien ist Disney ja auch mit den Comics ganz groß, ne? Die ganzen lustigen Taschenbücher und so, das kommt ja alles oft aus Italien. Das ist vielleicht kein Zufall, dass Italiener sich da auch an eine Comic-Bibliografie gewagt haben. Also ich mache mich jetzt hier, ich weiß nicht, traue ich mich jetzt das zu sagen oder nicht? Ja. Ich sag's jetzt einfach. Auch in den lustigen Taschenbüchern. Bei den, es gibt ja viele dänische Zeichner, ja. Es gibt deutsche, amerikanische, müssen wir nicht drüber reden. Und ich schwöre, jedes Mal, auch also ich habe die Taschenbücher nie gelesen, weil ich das Format nicht mag. Da sind mir die Panels zu klein. Ich habe immer nur die Heftchen gelesen, aber die habe ich gelesen, hatte Mickey Mouse im Abonnement. Die Zeichnung von Donald Duck, wenn da ein italienischer Name drüber stand, ich wollte es nicht, aber es war immer so, dass ich sie nicht mochte. Ich weiß nicht, gibt es irgendeine Erkenntnis über den Italiener? Also wir wissen ja alle, Frankreich, Belgien, ach, wie geil malen die denn alle so wie Doctari. Der Italiener an sich hat irgendwie einen Stil, der das Heli nicht anspricht. Der ist auch so ein bisschen wilder, zackiger irgendwie. Zackiger, eckiger. Genau. Zum Beispiel im Donald Duck Sonderheft, da wo sonst immer Barks und Rosa veröffentlicht werden, da haben die es mal gewagt, eine mehrteilige Geschichte eines Italieners zu bringen. Trick, Trick und Track und so eine Drachengeschichte. Ja. Es gab einen riesen Shitstorm, weil halt die den klassischen Disney-Comic mögen, die mögen Italiener auch alle nicht. Also bin ich nicht alleine. Ich kriege jetzt nicht nur von denen den Shitstorm, die italienische Fans. Nee, du wirst auch viele, die sagen, genau so ist es. Ich darf mal eben durchatmen. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst. Immerhin, es gibt den Phantomias, den kennst du ja auch. Der ist ja auch von Italienern erfunden worden sogar. Und also Donald Duck als Phantomias. Ja, das ist ja eine originelle Idee. Die finde ich und teilweise wenn der ganz in der Maske gut. ist, dann fällt es auch nicht so auf, ne? Ja. Dieses Eckige, ne, wenn er in der Maske ist. Aber es ist wirklich so, wenn ich. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass mich die Artwork, dass die nicht an mein Herz kommt so richtig. Ja. Komisch.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, ihr habt alle das Richtige gesagt. Die, die Interesse haben an Disney. Kann man hier auch was Falsches sagen? Ich glaube, ich habe dafür schon einen Orden verdient. The Money Man, Alessio De Santa und Filippo Zambello, Lorenzo Magalotti, Giulia Priori, Lavinia Pressato, alle haben sie mitgemacht. Jetzt habe ich Hunger. Was ich mich frage, Volker, vielleicht kannst du das beantworten, weil da ja doch eine Menge Arbeit drinsteckt. Ne? Wir haben das ja schnell zerrissen und so. Wie lange? Nicht schnell zerrissen, fanden wir uns tapfer. Wir sind uns da einig, dass wir das nicht so gut finden, aber wie lange, was schätzt du, wie lange da jetzt so zwei Zeichner? Ich glaube, also das kann Olaf vielleicht sogar besser beurteilen. Ist auch sehr unterschiedlich. Also das ist jetzt so ein Stil, der relativ schnell, der glaube ich nicht so mega aufwendig ist, dass du nur eine Seite pro Tag schaffst. Nee, das schaffst du so, normal. Ja? Also zwei Seiten pro Tag sollte man hinkriegen. Ja. Ist das nicht sogar Computer? Glaubt ihr nicht, dass das sogar Computer ist? Die Kolorierung war. Ja, Kolorierung wird sicherlich am Rechner gemacht worden sein. Das ist ja auch gar nicht das Problem, weil ob du jetzt auf dem Blatt Papier zeichnest. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Ne, das ist also jetzt nicht weniger aufwendig, es hat nur andere Vorteile halt. Also ich würde mal sagen, so zwei Seiten am Tag sollte man da relativ locker hinkriegen, möglicherweise mehr. Es sind ja auch einige Seiten, die jetzt wirklich nicht so aufwendig sind, wo also auch nicht so viel passiert. Und, aber trotzdem, ich denke mal, das Konzept zu machen, da steckt ja eigentlich eine Arbeit, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Man muss sich erstmal mit der Biografie auseinandersetzen. Man muss Entscheidungen treffen, welchen Weg ich da. Das ist sicherlich eine Menge Arbeit gewesen. Und das will ich auch gar nicht kleinreden bei der ganzen Geschichte. Ich will das nämlich ehrlich gesagt auch nicht kleinreden. Auch weil ich mir das gewünscht habe und auch weil es aus dem kleinen Knesebeck Verlag ist und allein dafür gebührt Ihnen auch, finde ich, die Ehre, dass Sie hier besprochen werden. Ja. Aber ich sehe hier teilweise so oder oft so außergewöhnliche Artwork, auch in der Aufteilung der Panel, wie man mir eine Geschichte erzählt, wie man auch aufgrund der Panel-Aufteilung eine Dynamik in irgendwas rein. Und dieses Bam, 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 da, ich war einfach enttäuscht und es tut mir leid, lieber Knesebeck Verlag, aber macht weiter. Und ich bin jetzt sehr gespannt über eure Reaktion auf Ralf Königs neuesten Bestseller, Steh auf, Männchen. Ralf König ist nicht nur einer der bekanntesten Zeichner und Autoren, sondern hat auch einen enormen Output seit 1981. Fast genauso lange versuchen Sittenwächter, König zu zensieren. Ob Erzkonservative oder wie neulich in Brüssel die queere Community, die sein Wandgemälde besprühte mit den Worten Rassismus und Transphobie. Der Rowohlt Verlag empfahl einen brennenden Ast fürs Cover des neuen Werks Steh auf, Männchen, um das nackte Geschlechtsteil zu verdecken. Geradezu passend lässt König inhaltlich ein Affentheater aufführen. Einem Touristenpaar in Südafrika wird das Stück Steh auf, Männchen gezeigt. Eine humanoide Tragödie, deren Hauptdarsteller auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, mit der Evolution klarzukommen. Oder auch nicht, wie der Primat Flop, der weiterhin schwul bleiben möchte. Bis dahin waren nämlich alle Männchen zwangshomosexuell, denn nur das Alpha-Tier durfte die Äffinnen begatten. Doch der alte Affe ist müde. Die Weibchen beginnen Fragen zu stellen, verstecken ihren Eisprung und mehr geht es in Richtung Homo erectus und Sapiens. Doch Flop möchte lieber auf seinem Baum bleiben, findet dann doch in der No-Go-Area der Steppe seinen Trost bei Rob, dem Homo robustus. Steh auf, Männchen ist ein Buch für alle Ralf-König-Fans. Die, die es nicht werden wollen, sollten es einfach liegen lassen und die Klappe halten wie vor 300.000 Jahren. Ich bin ja riesen Ralf-König-Fan. Ich glaube, ich habe alles bei mir in den Regalen. Schon von Anfang an. Ich war mit Dirk Bach in der WG und wir rissen uns um den neuesten Ralf-Comic, Ralf-König-Comic. Damals, glaube ich, noch im Flieder Verlag, Selbstverlag, schwule Selbstverlage. Das war für uns eine ganz, ganz tolle Sache. Wir waren eh Comic-Fans. Und wenn du dann schwul und lesbisch bist, Ende der 70er Jahre, und dann ist das so toll gezeichnet, so witzig, nimmt die Szene so aufs Korn, aber ist auch wirklich hier mit erhobener Faust. Wir sind schon irgendwie prima. Das war irre. Deswegen würde ich ganz gerne, bevor wir über den neuen Comic sprechen, in eigener Sache, ich fürchte, ich bin die einzige Homosexuelle hier in der Runde, wenn der Kardinal lieberweise mal eben hier dieses Brüsseler Wandgemälde einblendet. Das ist für mich, ich bin genauso fassungslos wie Ralf König. Da seht ihr den Ralf vor diesem Gemälde von Brussels, da Brüssel,
Das Haus, wo das dran ist, Brüsseler Lollopotstraat in der Brüsseler, so, das ist 8x4 Meter groß und ist Teil der berühmten Comicstrip-Route mit mehr als 50 Wandbildern. Da gibt es eben Tim und Struppi, Asterix und Obelix, Lucky Luke. Hier in dem Artikel aus dem Spiegel vom 18. Mai wird er auch dazu befragt. So, ihr seht also dieses Bild. Da haben sich dann wirklich plötzlich die Menschen nicht entblödet, darüber zu sprühen, rassistisch und homophobisch. Da hat Ralf König, wie ich finde, zu Recht gedacht, kann mal bitte jemand kommen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also wenn einer die Fahne immer aufrechterhalten hat, dann bin ich das. Da kam die Kritik aus der Community, wenn ihr mal schauen wollt, die Trümmertunte in dem pinkfarbenen Kleid, das wäre eine homophobe Darstellung einer transsexuellen Frau. Da hat Ralf König sich noch Mühe gegeben, hat gesagt, Freunde, das ist eine Trümmertunte, das ist keine transsexuelle Frau, so sind wir alle rumgelaufen, behaart, unrasiert, wir wollten schäbig sein, das war der Gag hinter Trümmertunte. So, und da oben rechts die Lesbe, diese attraktive schwarze Frau, das wäre rassistisch wegen ihrer dicken Lippen. So. Ja. Also ich will euch da ganz kurz nur updaten, wo da die Debatte ist. Dann haben sie ihn wirklich gebeten, er möge die überzeichnen. Da hat Ralf König gesagt, am Arsch die Räuber. Wisst ihr eigentlich, ja. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Wisst ihr eigentlich, was ich hier seit 40 Jahren male über und für die Community? Und jetzt ist es wohl so, ich war selber noch nicht da, dass da so eine kleine Tafel angebracht ist an dem Haus, zu dem Bild, wo eben die Menschen, die das jetzt rassistisch und homophob finden, ihr Statement so abgeben können. Und da frage ich mich tatsächlich, neuer Ralf König Bestseller, und ich habe vom Kardinal gehört, die erste Auflage ist schon vergriffen und womit mit Recht. Ich frage mich wirklich, in was für Zeiten leben wir eigentlich im Moment? Die Zeiten sind ja sowieso sehr beängstigend. Mit den ganzen Rechtsradikalen und einem amerikanischen Präsidenten Trump. Du machst ihn ja öfter auch mal gerne. Not today. Ich habe auch für queer.de einen kleinen kurzen Kommentar abgegeben, weil sie mich nach meiner Meinung fragten und habe gesagt, denk doch mal darüber nach, ob wir jetzt nicht, wir in der Szene, ob jetzt transgender, schwul, bisexuell, lesbisch, ob wir nicht selber schon eine Pseudoschere im Kopf haben, die aber eigentlich faschistoid konnotiert ist. Das gebe ich zu denken für uns, die wir lesbisch, schwul, queer alle sind. Denn das, was da passiert ist, das grenzt für mich also wirklich, also ich weiß nicht woran, ich finde da überhaupt keine Worte. Jetzt seid ihr drei heterosexuelle Männer, aber könnt ihr da auch kurz mit mir drüber sprechen? Naja, klar, kein Problem. Also ich finde es auch unglaublich, was da passiert ist. Mir fehlen auch jegliche Worte und ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, also weil man kann natürlich sich über alles aufregen, sich angegriffen fühlen, und aber wo ist da irgendein Problem? Na, ich glaube, die Leute also reagieren praktisch reflexartig, weil sie nur das sehen, was sie dann sehen wollen. Das also ist sie das. Sehen zum Beispiel hier die dicken Lippen und sagen, ha. Na? Eigentlich kannst du aber doch nicht ignorieren, wenn du das Pärchen dir links anguckst, ja, hinter dem Einbahnstraßenschild und so. Ja. Und wenn du das dann in den Kontext setzt, dann muss dir doch klar sein, dass der Künstler nicht homophob, rassistisch oder das ist, was du jetzt vielleicht davon versprichst. Und das wird aber anscheinend ausgeblendet und sie sehen nur diese ein, zwei Sachen, die man vielleicht so interpretieren könnte, und das reicht schon, um entsprechenden Kommentar drunter zu setzen. Ja, vor allem muss man ja auch sagen, also jetzt mal, ob man das jetzt irgendwie begründen kann, oder man kann es definitiv nicht begründen, aber selbst wenn, gibt einem das nicht das Recht, so ein Kunstwerk zu zerstören. Ne? Also, ja, genau. Da ist deswegen, eine Grenze überschritten. Das ist einfach irgendwie eine... Also ich bin darüber, wie ihr bestimmt nachvollziehen könnt, in einer Weise empört, weil es mich persönlich diesmal so betrifft, dass ich... Also es tut mir irgendwie auch leid für ihn. Ja. Weil er, guck mal, er zeigt da stolz sein Bild und dann kommen Leute und sagen dann, was er angeblich da gemacht hätte. Oder und da darf ich ihn nochmal bitte selber zitieren dürfen hier aus dem Artikel. Zitat König. Ich kapiere die Verbitterung und Humorlosigkeit der politisch allzu korrekten ja schon eine Weile nicht mehr,
vor allem ihre hemmungslose Selbstgerechtigkeit. Aber nun, mein Wandbild in Brüssel wurde Opfer von Kunstvandalismus. Man wirft mir also Rassismus vor und Transphobie. Da sind dicke Lippen bei der einen wie bei der anderen. Lipophobie? Was ist mit Frauen- und Lesbenfeindlichkeit? Weil die zweite von links Kugelmöpse hat und auch noch schiefe. Religiöse Intoleranz nicht zu vergessen. Die Nonne ist doch ein Zerrbild einer Frau des Glaubens. Fällt noch jemandem etwas ein? Zu viel Farbe? Diskriminiert das die Farbenblinden? Solche Aktionen sagen mehr aus über die Intoleranz dieser selbsternannten Zensurbeauftragten. Denn wenn es nach denen ginge, wäre jede Ironie, jede satirische Übertreibung, jeder selbstironische Blick auf die Szene ein Angriff auf wen auch immer. Mich schaudert bei dem Gedanken, in so einer Gesellschaft zu leben. Verbissen, aggressiv, immer einen Grund suchend, sich selbst und sein Weltbild zum Alleingültigen zu erklären. Ich zucke mit den Schultern und mache weiter wie bisher. Und dafür bedanke ich mich bei dir, Ralf Dönicke. So. Ich mache weiter wie bisher. Und wir wissen ja aus Hamburg, dass er mit in dieser Isabel Kreitz-Geschichte demnächst Frankenstein malen wird, worauf ich mich sehr freue. Aber jetzt ist Stehaufmännchen auf dem Markt. Und da fange ich doch mal bei dem, ne, geht um so viele Affen, ja, und du bist ja Hundespezialist, beim Olaf an. Olaf, bist du ein, bist du, also ich weiß zum Beispiel von Flix, dass er sagte, ich war totaler Ralf-König-Fan. Also Ralf-König als einer der ersten deutschen und auch europäisch anerkannten Comic-Künstler war mein Riesenvorbild. Hast du da auch ähnliche Berührungen mit dem Ralf? Also ich habe Ralf-Königs-Comics immer geliebt. Ich habe also einen ganzen Schrank voll und er hat mich köstlich amüsiert. Und also ich habe ja auch lange auf Ibiza gelebt, habe auch viele Freunde in der Szene und so weiter. Also insofern ist das also für mich immer ein Genuss gewesen, wenn der neue Comic rauskam. Habe mich deswegen auch sehr gefreut, den jetzt hier im Bücherpaket zu finden. Und fand erst einmal es echt total mutig von ihm, sich dieses Themas anzunehmen, weil das ist schwierig. Das ist echt, finde ich, richtig schwierig, das vernünftig zu transportieren, und ich finde, er hat einen ganz guten Zugang gefunden. Jetzt will ich nicht zu viel lobhudeln, habe auch ein, zwei kleinere Kritikpünktchen sozusagen. Ja, her damit. Da geht es mehr so um grafische Geschichten halt. Ich finde dann immer so Strecken, wenn, ich sag jetzt mal so zwei, drei Charaktere, also ich finde einmal zwei Charaktere so ein bisschen zu ähnlich gezeichnet. Das hätte ich jetzt persönlich anders gemacht, aber da bin ich jetzt aber auch wieder. Meinst du jetzt Flop und Krokodil? Ja, genau, Flop und Krokodil fand ich ein bisschen sehr ähnlich. Also ich weiß, dass der Ralf uns in Hamburg erzählt hat, der Flop war größer am Anfang, als das gemacht hat. Genau. Und musste alles, bevor das Buch rausgedruckt wurde, alle Flops neu überkleben, weil er gesehen hat, der war zu groß. Okay. Vielleicht ist deshalb jetzt da so eine Similarity zu dem anderen. Kann sein, Äffchen. Kann sein, dass das ist irgendwie so. Das war so ein Punkt, der mich gestellt hat. Vielleicht ist es aber auch irgendwie, dass sie so ein bisschen aussehen wie bei der Geburt getrennt, weil sie beide ja auch eine Affinität dazu haben, miteinander rumzufummeln. Genau, kann sein. Also das ist so ein Punkt, Jammern auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal so sagen. Nichts, was einem jetzt den Spaß an einem Comic irgendwie zerstört oder so, keinsterweise. Das ist, aber da bin ich jetzt auch wieder als selbst als Zeichner irgendwie. Ich frage mich ja immer jedes Mal, wenn ich einen Comic lese, was würdest du jetzt anders machen? Würdest du, ne, so, das, echt, das, ist das so? Ja, bei das jedem bei Comic, den du liest, fragst du dich, was hätte ich anders gemacht? Ich habe da, also in der Hinsicht bin ich so ein Monk halt, ich weiß auch. Ja, verstehe ich. Na, das ist irgendwie so, kriege ich nicht aus mir raus. Ja, hast du dann meistens das Gefühl, du hättest es besser gemacht? Oder? Nein. Das jetzt nicht. Ich habe jetzt also keine grafischen Allmachtsfantasien. Das jetzt nicht. Ne? Ja. So, aber ich finde, man lernt ja auch dadurch als Zeichner. Ja, wenn man so Sachen auch mal ein bisschen hinterfragt und so. Bei manchen Zeichnern beeindrucken mich dann ja auch Dinge dann einfach so. Ne? Und wo ich dann auch sage, ah, okay, kann ich vielleicht für mich auch selbst mal gebrauchen. So. Aber weißt du, was ich so geil finde? Also wie er en passant auf den ersten Seiten so viele existenzielle Themen streift, wie Klimakatastrophe, Vermüllung. Ich meine, unabhängig davon, wie toll der Ralf König zeichnen kann, wie der wirklich Action, Bewegung, wie der Pointen rausarbeiten kann, aber so Sätze wie, das hier ist das Affentheater und es ist noch kein Einlass. Ja, genau. Also wie er im Prinzip schon auch wirklich die Evolution und die Existenz des Menschen in diesen kleinen
ausgesprochen unterhaltsamen Comic reinprökelt. Das ist schon, das finde ich bewundernswert. Ja, klar. Ja, ich finde auch eben dieses Thema der Evolution so einfach alles zusammenzuwerfen und dadurch so ein... Und es skaliert ja auch in einem Tempo hinterher, ne? Ja. Sich alle weiterentwickeln, also ist ja wie im Zeitraffer, ne? Ja, und trotzdem finde ich, ist es irgendwie auch so ganz aufschlussreich. Ja. Also irgendwie hat man so, so Informationen wie zum Beispiel, dass durch den aufrechten Gang das Gehirn besser wachsen konnte, weil, ja, weil der Kopf eben auf den Schultern war. Solche kleinen Informationen, so, das macht dann auch Spaß. Die Hüften und die Titten. Ja, also irgendwie macht das dann auch irgendwie, hat man so, ach, sehr interessant, stimmt, das habe ich mir noch nie gesehen. Da, wo ich gerade das Bild umsehe, das ist leider auch lustig, da haben die Affen ein paar halogene Pilze haben sie genascht. Ja, genau, das war zum Beispiel. Und die Urtiere haben jetzt sehen einfach, ich liebe ja sowieso, wie der Ralf König die Tiere malt. Ich habe ja diese, ich habe ja die Arche Noah-Sachen so geliebt, wie mit den Tierchen. Ich habe das so gerne. Ja, auch die Tanzsequenz hier unten rechts zum Beispiel, das ist ja herrlich. Ne? Ja, herrlich. Das sind so Sachen, die haben mir auch viel Spaß gemacht. Ja, und was ich dann halt auch schön finde, dass er dann dazwischen auch mal so eine Doppelseite einfach sowas, ne, so Landschaft. Diese ruhigen Savannenaufnahmen. Ja. Ich habe sowieso festgestellt, dass der Ralf König ein hervorragender, wirklich Natur- und Tierzeichner ist. Der Volker ist mir so ein bisschen beängstigend still. Wartest du darauf, dass du jetzt die große Keule raushaust? Nee, keine große Keule. Eine kleine. Obwohl es zu dem Buch passen würde. Also ich habe halt nicht so einen engen Bezug zu Ralf König. Ich habe keinen ganzen Schrank voll von Comics. Ich habe ein paar Sachen von ihm. So damals, als es so losging, also die ersten Mainstream-Sachen, Bewegter Mann, Pretty Baby und Prall aus dem Leben, die habe ich auch. Die fand ich auch damals unglaublich witzig. War auch was völlig Neues für mich. Und ich habe lange nichts mehr gelesen von ihm eigentlich. Ich finde ihn eigentlich am besten, wenn er so richtig zornig ist. Also auch wenn er über Religion und solche Sachen dann herzieht. Da habe ich auch was gelesen. Jetzt hat es mir Spaß gemacht, mal wieder einen Ralf König zu lesen, nach langer Zeit. Ich finde besser diese Episoden, wenn er so kleine Geschichten erzählt. Dieses Alpha-Männchen haben wir hier. Der Einzige, der die Frauen bespringen darf, während die Männer hier zwangshomosexuell sind. Oder die Robusten, diesem tumben Typen, der aber halt äußerlich so wahnsinnig attraktiv ist. Mit dem Penisknochen. Ja, weil er Penisknochen hat. Hat noch einen Penisknochen. Ich habe es echt noch gegoogelt. weil ich wirklich mal bei Genial, wer den Quiz hast, und irgendwie ging es um Penisknochen und ich dachte, das ist ja wohl die lustigste Pointe der Welt, weil es sind ja nur Schwellkörper jetzt bei dem Homo sapiens, wo wir angekommen sind. Es gab wirklich Penisknochen und auch im Tierreich. Nein, es gibt bei Walfischen und so und Waschbären. Es gibt Tiere, die haben Penisknochen und welche wie nicht. Es gibt auch Menschen, die haben Penisknochen. Und wo wohnen die, Rochel? Auf Kuba. in der guten alten Zeit, da gab's sie. Ja, ich habe eine Kritik gelesen von einem, der schrieb, er hätte ganz lange keinen König mehr gelesen, weil er fand, dass Ralf König sich mit diesen Religionsthemen so etwas verstiegen hätte, hätte den aber jetzt gelesen und der würde sich lohnen. Ich möchte dazu sagen, ich hatte in der Tat viele Jahre, ich habe auch jetzt schon 2 Laudatios auf Ralf König halten dürfen, wenn er Preise und Auszeichnungen auch bekam oder sein Lebenswerk auch in Max und Moritz, Preis fürs Lebenswerk. Und da habe ich jedes Mal gesagt, also Kinder, ich hatte alle Zitronenschnittchen und alle Tuntenbälle, ich hatte wirklich alles und habe eine Zeit lang einfach keinen Ralf König mehr gelesen, weil ich dachte, ist alles auserzählt. Ich war selber nicht mehr so in der Szene, das Coconut war zu, bam. Und dann sehe ich da aber in der Buchhandlung plötzlich diese Gin und Gedöne. Und da war, ich war wirklich von Sinnen vor Begeisterung über diese Religionskritik. Und danach kam ja Prototyp und Antityp und Archetyp. Und ich habe wirklich, ich habe die verschlungen und geschrien vor Begeisterung. Nicht nur über den Stil, wie gut ich fand, dass er sich auch als Zeichner entwickelt hatte, sondern eben auch war ich begeistert über dieses Tacheles-Reden. Das habe ich hier ein bisschen vermisst wieder. Ich jetzt auch. Ich. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier Zitate wieder für die Ewigkeit. Ich darf. Bitte. Die ganze Evolution hat nur stattgefunden, damit die Jungs im Stehen pissen können. Und ich kacke, also bin ich. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Sag du es. Du bist ja so ein, wenn ich das so sagen darf, mit deinem ganzen Talent auch,
jemand, dem könnte man durchaus eine Bisexualität unterstellen. Da bist du aber noch nie in Versuchung gekommen, auch bisher nicht als nicht. Junger Nein, Mensch. Tatsächlich nicht. Weil du ja auch so unglaublich attraktiv bist. Die haben dir doch bestimmt nachgestellt, die Jungs. Nicht, dass ich wüsste. Bist verrückt. Nein, nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich nicht. Würde ich jetzt nicht, also nicht jetzt so übermäßig, würde ich sagen. Es hält sich die Waage, würde ich sagen. Nein, ab und zu kriegt man mal irgendwie einen Kommentar irgendwo bei im Netz, ne? Aber und auch so mal vielleicht, aber nein, also ich. Das ist ja lustig. Nie gefährdet auch. Aber das heißt gefährdet oder attraktiert? Nee, ich habe mich immer gefragt, weil mein Vater ist es tatsächlich, also mein Vater ist homosexuell und ich habe mich immer gefragt. Entschuldigung. Dein Erzeuger, dein leiblicher Vater, der hat den Kunsterziehern, andere. Deine Mutter ist heterosexuell, dein Vater ist homosexuell? Ja, mein Vater hat das erst später entdeckt und sich dann auch später erst geoutet. Da war ich ungefähr 8 oder so, ich weiß gar nicht genau. Du bist von, das finde ich aber spannend. Ja. So, die Comics besprechen wir dann nächstes Mal. Ja, aber ein kleiner Satz, wie war das denn für dich als Junge? Sind wir erstmal. Naja, also ich glaube, für ein Kind ist es immer erstmal scheiße, wenn die Eltern sich trennen. So, das war für mich eigentlich erstmal so das Hauptereignis, unter dem ich natürlich gelitten habe. Und dass es jetzt ein Mann war und dass es da um irgendwie bei ihm, das habe ich so gar nicht so mitbekommen. Und ehrlich gesagt, für mich war das dann auch relativ normal. Ich bin ja so dann groß geworden und deswegen habe ich da jetzt auch nie Berührungsängste oder so gehabt. Also ich habe jetzt auch, also vielleicht hat es geholfen, dass mein Vater seither immer mit demselben Mann zusammen war und so, das war dann wie so meine... Wie ist deine Mama damit umgegangen? Also, ja, ich weiß, ich möchte jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, also für sie war das, glaube ich, schon schwer. Also für meine Mutter war das sicherlich nicht einfach. Aber das ist für Frauen, glaube ich, wirklich schwierig. Genauso wie es auch für Männer sehr schwierig ist, wenn die Mädchen sie für ein Mädchen verlassen. Weil du die ganze Zeit, glaube ich, als Ehepartner, also rein sexuell, denkst, scheiße, was konnte der denn im Bett, was ich nicht kann? Ja, genau. Also ich glaube, diese Schuldfrage war sicherlich da, wobei das für meinen Vater auch alles andere als leicht war. Ne? Also ja, das ist ja so schön in einer meiner Lieblingsserien 9/11 thematisiert. Angela Bassett und ihr Gott. Ich hab noch kein Mensch gesehen, 9/11, klar, ich liebe es. Danke, ne? Weil das ist ja Angela Bassett. Wir besprechen die dann übernächstes Mal. Ja. Nein, aber das ist, ich finde es toll in der Serie, dass es da so thematisiert wird, denn das ist ja wirklich ein Thema. Genau. Absolut. Also, dass du das jetzt selber erlebt hast, das finde ich jetzt spannend. Ja, also vielleicht darf ich dazu noch ganz kurz sagen, dass ich meinen Eltern durchaus sehr dankbar sind, dass es nicht auf unseren Köpfen irgendwie ausgetragen wurde. Wie viele Geschwister hast du? Eine Schwester, noch eine ältere. Und ich fand das, also haben meine Eltern wirklich toll gemacht, also bis heute. Mhm. Ja, aber so deswegen... Du hast ja Comics gelesen. Habe ich mich das auch immer mal gefragt, ob ich vielleicht eine Neigung habe, ne? Also, aber irgendwie habe ich das bis jetzt nicht festgestellt. Ja. Was ich ja auch ganz toll finde, in der Diskussion, dass viele sagen, Eltern dürfen auf keinen Fall homosexuell sein, weil ihre Kinder dann auch schwul werden. Nein, das gibt's ja alles. Es gibt ja diese ganzen Religionsfanatiker und diese ganzen Vollverrückten und Homosexuelle sollen zwangstherapiert werden, damit sie wieder hetero sind. Ich finde es jetzt mal ganz großartig, dass ein Junge mit einem schwulen Vater sagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine schwule Erfahrung gemacht und habe mich noch nicht einmal davon attraktiert gefühlt. Finde ich mal eine wichtige Information. Von Frauen übrigens auch nicht. Also ich bin... ich liebe Comics, aber... aber hier geht es mir eindeutig zu viel um Sex. Das ist übrigens ein Punkt, den du noch sagst, weil ich... Also er hat unheimlich viele tolle Ideen und ein Ralf König, auch die Zeichnung, das ist sowieso nie schlecht. Mir ist es tatsächlich... Trotzdem, seien wir ehrlich, auf 150 von 200 Seiten geht es hier ums Ficken und Lecken und irgendwann ist es mir auch dann manchmal ein bisschen zu viel. Deswegen sage ich, die religiösen Sachen und die anderen Geschichten, die er erzählt, finde ich noch ein bisschen interessanter. Zwischendurch mal den Walt Disney einschieben. Dann. Ja, nee, aber das ist so, wir haben ja das Thema noch einmal später nach der Pause, wo es auf eine etwas andere, wesentlich zurückhaltendere Art vielleicht als Ralf König angesprochen wird. Deswegen bin ich da mal gespannt. Also ich muss auch sagen, also so, um nochmal eine kleine Kritik zu sagen, also ich finde, so sehr das Spaß macht, aber ich konnte ihn auch nicht in einem durchlesen. Also ich finde es dann doch auch viel Input und so. Ich finde tatsächlich, also was ich ein bisschen schade finde, dass also es sind ja oft sehr viele Figuren in einem Bild, es wird sehr viel gesprochen und sehr dialogisch auch viel und so. Ne? Und was ich dann so ein bisschen schade finde, auch der Text ist ja mit dicker Tusche auch geschrieben, mir ist das Format zu klein. Ich würde das gleiche Comic in einem größeren Format haben wollen, weil ich so das Gefühl habe, es ist wie so ein Wimmelbild. Es strengt mich dann einfach ein bisschen an. Das finde ich eigentlich fast schade. Also das ist mir noch aufgefallen. Aber ich kann das verstehen. Also ich dachte auch, vielleicht der ein oder andere Pimmelwitz weniger wäre auch okay gewesen, aber... Ja, dabei hat uns ja zum Glück die Rowold-Lektöse geholfen.
Ja, er muss ja dann noch die Fackel vor den dicken Eier malen auf dem Cover, weil absurd. Es war ihr auch zu viel dicke Eier, ja. Aber das, also ich meine, das ist ja nur irgendwie... Also auf dem Cover jetzt mich jetzt wiederum nicht. Nur halt nicht 200 Seiten durch, sozusagen. Ja, ich weiß, was ihr meint und... Trotzdem hatte ich da auch immer wieder große Freude dran. Also vor allen Dingen mal wieder ich, weil ich eigentlich, ich habe zwar lieb, wie er die Tierchen malt, aber eigentlich möchte ich auch nicht nur dauernd unter Affen und Ficken und Lausen sein. Ja. Ich liebe halt den Anfang mit diesen tumpen Touristen in Afrika. Ja, das ist schön. Und er guckt die ganze Zeit auf sein iPhone und sie sagt, guck doch nicht dauernd auf dein iPhone, hier haben wir eh keinen Empfang. Dann ist es so, das hat so Loriot-Qualitäten. Ja. Und er sagt, ich guck hin, wo ich hingucken will. Guckt die ganze Zeit nur aufs iPhone ohne Empfang und irgendwann guckt er so auf und sagt, vielleicht hat der Baum ja WLAN in Afrika. Also da hat er einfach eine köstliche Pointendichte und da ist er einer der ganz großen komischen Autoren auch in unserem Lande, Comics hin oder her. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich bei euch und freue mich jetzt. Hui, Thorsten Sträter, du wirst dich freuen. Batman. Unter dem Siegel Black Label erscheint bei DC die neue Serie Batman Damned. Finster, undurchsichtig und beklemmend. Gothams Beschützer ist schwer verletzt. Der Joker ist tot. Hat Batman ihn umgebracht? Eher auf der Flucht als auf der Suche nach Fakten stolpert er in die düstere Welt von John Constantine und Batman. Eine Kindheitsvision quält Batman und düstere Familiengeheimnisse kehren als unheilvolle Wiedergänger zurück. Autor Brian Azzarello und Zeichner Lee Bermejo waren bereits bei Batman Joker und Before Watchmen Rorschach ein Team. Azzarello besinnt sich hier auf Batmans Ausgangslage. Eine Stadt voller Gewalt und Kriminalität, Dunkelheit und Korruption. Bermejo setzt die Abgründe zwischen Tod und Verzweiflung, Verdammnis und Kampf ums Überleben in tiefschwarze Bilder um. Was die rätselhafte Story voller Andeutungen und mysteriöser Hinweise mit Hochspannung auflädt. Das Black Label richtet sich an eine erwachsene Leserschaft, die beispielsweise schon mit Batman Killing Joke gut unterhalten wurde. Batman Damned ist auf 3 Alben angelegt. Wohin die psychologisch verschachtelte und komplexe Handlung steuert, bleibt ungewiss. Wer fängt an? Du. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich bin erst einmal ein großer Batman-Freund. Schon immer gewesen, von Kindertagen an. Insofern habe ich mich sehr gefreut, das auch im Paket zu finden. Ich muss sagen, das Artwork hat mich also auch wirklich geflasht. Das fand ich wirklich großartig. Hat, finde ich, eine große Wucht und Intensität. Eine sehr filmische Erzählweise auch. Und ich muss sagen, die Verschränkung mit der Story fand ich manchmal ein bisschen schwierig, weil das Artwork das sehr überlagert manchmal in einigen Punkten. Weil man ist so von den Bildern fasziniert, dass einem die Geschichte schon fast so ein bisschen, naja, egal ist, will ich nicht sagen, aber sie ein bisschen in den Hintergrund rückt. So, das ist es, glaube ich. Das war so mein Empfinden. Also visuell ein Genuss, also ein großes Fest, fand ich. Natürlich immer persönlicher Geschmack, auch klar, aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen an der Stelle. Du bist, Volker, glaube ich, kein großer Superhelden-Fan gewesen, oder wie war das bei dir? Doch schon, mehr Marvel als DC, Superman und Batman. Ja, wir hatten ja vor ein paar Monaten schon mal ein Batman-Band hier. Das war der Dunkle Prinz von Marini. Und da habe ich Marini, so ein bisschen... Marini. Da habe ich als Einziger so ein bisschen rumgemosert, dass mir das zu konventionell war und zu wenig originell und dass ich das alles irgendwie schon kannte. Und da möchte ich heute Abbitte leisten. Im Nachhinein. Und ich möchte bitte wieder mehr von diesem typischen Batman haben. Als von dieser Art Geschichte. Weil... Ja, es ist eine wunderschöne Abfolge von tollen Einzelbildern, die wahnsinnig aufwendig sind, die man sich auch schön angucken kann. Aber diese mystisch verquaste Magie-Geschichte, von der ich keine Ahnung habe, was sie letztendlich hinauslaufen soll, die finde ich wirklich nicht gut. Die finde ich ziemlich furchtbar.
Mäxchen. Ja, also ich würde mich da tendenziell auch eher Volker anschließen. Also ich bin ein großer Batman-Fan. Batman ist mein Lieblings-Superheld immer gewesen und deswegen habe ich mich auch erstmal sehr gefreut. Das Tolle an Batman ist ja auch, dass er diese Abgründe hat, ne? Dass es ein Held ist mit irgendwie Rachegelüsten und diesen Zwiespälten und so diesen eben auch Abgründen. Und darauf geht natürlich diese Geschichte total, aber mir ist es viel zu psycho. Ich blick's auch irgendwie nicht. Also mich überfordert das wirklich regelrecht. Als ich den zweiten Band ein bisschen später bekommen, konnte ich mich schon gar nicht mehr an den ersten erinnern. Nee. Da tauchen auch Figuren auf, von denen ich noch nie was gehört habe, die ich dann aber auch nicht einordnen kann, weil ich so das Gefühl habe, das ist dann für Leute gemacht, die sich so gut auskennen. Okay, mit jeder kleinsten Nebenfigur, die es schon mal gab irgendwie. Und da fühle ich mich dann gar nicht abgeholt. Also ich glaube, es liegt nicht an dir. An die Spezies, also dieser John Constantine, der da vorkommt, den gibt es schon als eigenen Geschichtenträger. Und diese Geistnummer da, diese bitte? Genau, es gibt sogar einen Constantine-Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Also die Figur ist so halbwegs bekannt. Ja. Und der kommt aus dieser magischen Welt. Genau. Ne? Der läuft immer in seinem Trenchcoat rum, hat schlechte Laune und ist eigentlich eine ganz coole Figur. Ja, aber hier, also es liegt nicht an dir, Max, also dass du nicht weißt, wo es hinläuft. Also ich zitiere mal aus dem Vorwort. Wohin die psychologisch verschachtelte und komplexe Handlung steuert, bleibt ungewiss. Mit anderen Worten, es weiß auch von denen niemand, wohin das alles führen soll. Und was da am Ende bei rauskommt. Man wird da im wörtlichen Sinne hinters Licht geführt, in diesem düsteren. Ich glaube, es weiß keiner, worauf das am Ende hinauslaufen soll. Und ich bin leider auch nicht wirklich gespannt darauf, worauf es jetzt im dritten Band hinausläuft. Ja. Also, also die Geschichte finde ich. Ich bin da komplett bei euch. Ich würde aber gerne noch mal das, was Olaf sagte, aufgreifen. Ich habe tatsächlich auch selten so eine wuchtige Artwork gesehen, auch wenn da eh schon irgendwie draufsteht, aufwendig. Dich als Künstler kurz auch gefragt, was ist denn da los? Also das ist Computer und aber auch gemalt. Ja. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Also es ist natürlich eine sehr malerische Darstellungsform. Ne? So, das muss man mal so sagen. Und ich finde auch, wie er mit Licht und Schatten umgeht und diese ganze, das ist alles große Kunst. Und das, was ich gerade auch sagte, ist überlagert für mich die Geschichte. Die Geschichte hat mich auch gar nicht mehr so interessiert. Nee, gar nicht. Nein, die Geschichte interessiert mich auch überhaupt nicht. Aber jede Seite ist so atemberaubend. Genau. Also ich habe mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, als ich so meine ersten Comic-Kontakte hatte, so mit 3, 4, 5 Jahren und noch gar nicht lesen konnte. Mich die Bilder alleine schon fasziniert haben und dazu geführt haben, dass ich mir auch dann zu den Bildern selbst eine Geschichte überlegt habe letztendlich. Okay. Oh, das ist ja süß. Welche hast du dir überlegt? Vielleicht ist die besser als die. Ich glaube, ich fühlte mich da so ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit und habe mich einfach durch die Bilder tragen lassen, durch diese beiden Bände. Hast du als Fünfjähriger aber nicht solche Bilder gesehen, glaube ich? Ein bisschen harter. Nein, nee, also Batman war ja auch weiß, da in den 60ern ja auch noch ein bisschen anders gezeichnet. Ja. So. Also ich, ganz ehrlich, ich höre mich selber sprechen und bin überrascht über mich, weil ich eigentlich ein ganz großer Fan der Geschichte bin, sowohl als Cineastin wie auch als Schauspielerin oder Bücherleserin. Das heißt, wenn irgendwas Töfte gemalt ist und die Geschichte mich überhaupt nicht hukt, dann bin ich eigentlich raus. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass mir scheißegal ist, was die mir da auftischen. Mir auch so. Wenn ich ganz kurz da mal eben dich bitten darf, hier, das ist, so geht das hier los, diese Herztöne mit diesen einzelnen Panels da, das ist für mich der spektakulärste Graphic Novel Beginn, den ich in meinem alten Leben, aber immer noch jungen Comic-Fan, aber als Konfrontierter, als Wissender, als Leser, das ist für mich der spektakulärste Anfang überhaupt. Also das hat mich direkt so beeindruckt mit dieser Herzlinie. Piep, piep. Ja, cool. Und dann liegt da auch unser Batman da. Und auch das Ganze, die machen ja immer so ein Geschisse auch bei den Verfilmungen um das Outfit, ne? Sehen ja immer anders aus. Aber so zerrissen habe ich den noch nie gesehen. Wobei ich dieses Kostüm furchtbar finde, das ist wie so mit so diesen komischen Biker-Boots mit diesen Schnallen. Also, das ist geile Scheiße. Das ist nicht mein Batman. Nein, das ist auch nicht mein Batman. Zum Glück bin ich ein Superman-Fan. Mein Batman hat lila Strumpfhosen an. So, jetzt kommst du.
Okay, wann hast du deinen letzten Batman gelesen? aber wenn, bitte lasst mich, also Kinder, ich bin ja, wie gesagt, ich bin auf der einen Seite bin ich ja die Freundin der Geschichte, aber auf der anderen Seite bin ich auch eine, die eben auf so ein Bild wie von dir komplett abfährt, weil ich total gehuckt bin mit bildender Kunst, ne? Also ich liebe Kunst und je aufregender und je überraschender, je besser. Und deswegen kann ich ganz ehrlich, nochmal, also die Geschichte und dann sind sie, weiß man, sind sie tot, was sind das für Leute, ich kenne sie auch alle nicht, Konstantin nicht und den Schlechtglauben. Der dämonische Rapper dann noch auf. Ach, ja, und dann kommt noch dieser Rapper, bla bla bla, also es ist eigentlich auch so, dass ich es zum Kacken finde. Wenn ich aber dann, also wir stehen ja vor dem Rätsel, ich bin zum Glück nicht in Gefahr, einen Spoiler-Alert zu machen. Ist der Joker tatsächlich tot? Das Schöne ist aber, wir wissen, dass der Joker mit der Harley Quinn, oder wie heißt das Ding, ne, zusammen ist. Super, super. Und dann denken wir also alle, der Joker ist tot, dann kommt aber anstelle des Batmans Zeichen, das Joker, also das, der grinsende Mund kommt da in diesem Lichtkegel und dann kommt Harley Quinn. So, und Harley Quinn ist als Joker gebrezelt. Angeblich in Trauer um ihren Liebsten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber das möchte ich kurz zeigen dürfen. Weil sie sieht aus, Harley Quinn, die eigentlich immer dunkelhaarig war oder auch nicht, ist mir auch scheißegal, wie Marilyn Monroe als Zombie-Joker. Und das ist, ich finde einfach, das als Aspekt der Popkultur genial. So genial, dass sich für mich der Kauf lohnt. Sorry. Ja? Ich weiß genau, was ihr meint mit der Story. Ich bin auch überhaupt, ich konnte dem auch nicht folgen, interessierte mich auch nicht. Wobei, den Batman verfolgen ja schon Geister aus seiner Vergangenheit, wo man denkt, Papa und Mama waren doch nicht so das ideale Couple, wie er uns das immer weiß gemacht hat. Ach, und dann möchte ich noch etwas sagen, weil dank unserer wunderbaren Comic-Szene, die uns ja auch sponsert, habe ich so ähnlich wie Schatten über Hergé, ne, Schatten über den, ja, habe ich zum ersten Ausgabe. Mal kapiert, weil 160 Jahre war Batman, war immer der Erfinder und Geschaffene, der Schaffer, war immer Bob Kane. Und in der jetzigen, aktuellen, wann immer wir die Sendung jetzt hier zeigen, ist also ein Artikel, ein sehr interessanter Artikel, dass Bob Kane eine räudige Idee hatte, der Vogel hieß am Anfang Birdman und sah döllig aus. Und dann kam Bill Finger, der hat ihm das Outfit verpasst, der hat den ganzen Kosmos verpasst, der hat alles gemacht. Und dieser Bob Kane, wie Hergé, ich bin der große Bob Kane, der ist immer unten runtergefallen und es muss irgendwann, ich bin ja keine gute Chronistin, habe die Comic-Szene auch gerade nicht dabei, irgendein Film, wo irgendwie im Abspann auch Bill Finger stand und dieser, 77 oder wann, da muss dieser Bill Finger in Tränen ausgebrochen sein, dass sein Name mal im Abspann erwähnt wurde. Und da ihr kennt mich ja, ich bin ein sentimentaler Schluffen. Und das habe ich am meisten geliebt, dass da vorne fett in den Bänden drin steht, created, also Batman, geschaffen von Bob Kane und Bill Finger. Da haben sich also auch scheinbar wirklich viele drum bemüht, auch seiner Tochter oder den Erben, dass der endlich mal den Credit bekommt, der ihm seit 80 Jahren, Batman feiert ja jetzt seit ein paar Jahren, steht sein Name jetzt immer mit dabei. Seit ein paar Jahren, und Batman hat der vor 80 Jahren, hat das Bill Finger so, das Outfit, die Geschichte, die Vita. Seid mir nicht böse, dass ich hier so touched bin, aber das steht in der neuen Comic-Szene, der Artikel, und das sind so Geschichten, da denke ich auch manchmal, mit dem Hergé und dem Tim und Struppi hatten wir ja dasselbe Phänomen. Ja, die es gibt guten ja noch Geschichten mehr haben alles andere gemalt und Hergé immer nur, ah, oh, Hergé, Hergé. Es war damals noch eine schöne Graphic Novel über die beiden Schöpfer von Superman, Jerry Siegel und Joe Shuster, die ja damals für $130 die Rechte verkauft haben, nachdem sie die Figur geschaffen haben und so. Ne? Und natürlich dann auch, als das dann eine Weltikone wurde, es gab dann Künstler, andere halt Zeichner, die für sie gekämpft haben, so damit sie zumindest eine Pension oder eine Rente bekommen. Genau, genau. In dem Marlon Brando-Film schon da, aber dieser erste Superman da, ne, mit dem, ich bin ja Namen jetzt, aber genau. Christopher Reeve, ja. So, ne, da haben wirklich andere Künstlerkollegen dafür gesorgt, dass die Erfinder von Superman
mit einer Pension im Altenheim wohnen konnten. Ja. Keinen Pfennig bekommen oder die Rechte für 120 Öcken vergeben. Also was da in der Comic-Welt, finde ich, oder in der Verlagswelt oder in der Copyright-Welt, da jetzt auch für mich jetzt, für mich das Sally aufgedeckt wird in der letzten Zeit, ist erstaunlich und erschütternd zugleich. Ja. Gut. Ja. Sollen wir noch was sagen? Du wirst ja auch den dritten Band anschauen. Jo, aber nur anschauen. Da ich ja zum Glück mit Panini so bin. Ja, und damit Panini mich nicht auf die schwarze Liste setzt jetzt nach diesem Kommentar, möchte ich nur darauf hinweisen, in dieser Black-Label-Reihe, die sie jetzt herausgebracht haben mit so unabhängigen Geschichten, gibt es auch noch diesen hier, der heißt Der Weiße Ritter, in dem der Joker der neue Held von Gotham City ist und eben der Weiße Ritter. Und die Story gefällt mir viel besser. Und die kann ich empfehlen. Die ist ganz toll. Ich hoffe, die ist auch von Panini. Ja. Dann bedanke ich mich dafür. Also ich finde, der Kauf lohnt sich. Und jetzt kommen wir, das finde ich jetzt sehr interessant, weil wir heute schon länger über Ralf König auch gesprochen haben. Ein, lieber Volker. Ein Manga. Auch dir zu Ehren, ein japanischer Manga-Film ab. Es ist ein ganz normaler Morgen oder vielleicht ein nicht ganz so normaler in einer japanischen Kleinstadt. Denn der alleinerziehende Yaichi macht seine kleine Tochter Kana schulfertig und dann den Haushalt, als es plötzlich klingelt. Vor der Tür steht unangekündigt der Kanadier Mike Flanagan, Ehemann von Yaichis Zwillingsbruder. Was Yaichi gründlich missfällt. Doch es gibt einiges zu besprechen. Ryoji ist tot. Die Stimmung bleibt angespannt. Dann kehrt Kana aus der Schule zurück. Sie weiß nichts von der Ehe der beiden Männer, nicht einmal, dass Papa einen Bruder hatte. Nach dem anfänglichen Schock findet die Kleine es toll, plötzlich einen bärenstarken Onkel zu haben. Und ihr Vater versucht, sich mit dem Besuch abzufinden. Zeichner und Autor Gengoro Tagame, der für erotische Mangas bekannt ist, hat mit Der Mann meines Bruders einen jugendfreien Vierteiler erschaffen, der Familiengeheimnisse mit dem in vielen Ländern immer noch verpönten Thema Homosexualität verknüpft. Tagame lässt seine Vorliebe für Bara durchscheinen. Das heißt, er bildet im Gegensatz zu den Boys-Love-Mangas süffig körperbehaarte ganze Kerle ab. Aber in erster Linie ist Der Mann meines Bruders eine Geschichte, die aufklären möchte. Was über die Unbekümmertheit der kleinen Kana transportiert wird, aber auch Kästen zwischen die Handlung setzt, in denen zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe oder Gay Pride erklärt wird. Dafür gab es neben zahlreichen Preisen auch einen begehrten Eisner Award. Die Serie ist auf insgesamt 4 Bände angelegt. Max, hast du in deinem Leben schon mal einen Manga gelesen? Nee, ich habe mich auch wirklich gefragt, ob das eins ist oder ob man Manga, ob das noch irgendwie eine andere Definition hat. Außer das ist schon einer. Ja, also nee, habe ich tatsächlich nicht. Das war auch in der ersten Fuhre dabei und ich dachte erstmal so, oh, muss ich das jetzt irgendwelche nehmen? Probleme, wir, es ja, von rechts nach links und von hinten nach vorne ja, zu lesen. Genau. Ja, nee, und dann haben wir uns ja nochmal bei Genial daneben getroffen. Du hattest es schon gelesen und warst total, also ich darf es vorwegnehmen, du warst angetan und dann war ich neugierig. Und ich war wirklich, es hat mir großen Spaß gemacht. Also es fängt tatsächlich damit an, dass man es aufschlägt und kriegt erstmal so eine Leseanleitung, dass man es von hinten nach vorne lesen muss. Und allein das macht irgendwie Spaß. Also dass man dann kommt man schnell rein. Anders. Eigentlich. Ja. Kommt man sehr schnell rein. Ja, und wenn man keine Lust hat zu lesen, ist man, ach, schon am Ende, alles klar. Insofern war es für mich so eine relativ kurzweilige Angelegenheit. Ja, natürlich. Das glaube ich dir nicht. Ja, nee, also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und es ist in gewisser Weise seltsam fremdartig, also so diese Kultur, diese japanische Kultur, die ist ja doch sehr fremd von unserer und auch der Umgang mit diesem Thema Homosexualität ist so teilweise mega naiv, also es ist so einerseits für Kinder gemacht, dann doch aber auch immer wieder so sexuelle Zeichnungen, wie die Männer immer so, es ist so eine komische Mischung, aber ich fand es eigentlich nie dumm oder hohl oder zu flach, also es hat immer so die Kurve gekriegt bei mir, dass ich Lust hatte, weiterzulesen und
Also ich würde das durchweg empfehlen. Ich finde es, also ich bin überhaupt kein Manga-Freund oder Fan, aber finde es auch liebevoll gemacht mit den verschiedenen Schraffuren, die eingesetzt werden für die Hintergründe und so, wie die Figuren gezeigt, wie auch die verschiedenen Panels, also die einzelnen Bilder gestaltet sind und so. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Olaf, du und Mangas, gibt es da eine Geschichte? Ja, dass ich normalerweise eigentlich keine lese. Also ich bin kein großer Manga-Fan. Das kennst du übrigens auch. Ne? Das, ja. Ich darf ja seit vielen Jahren schon in Erlangen diesen Max-und-Moritz-Preis co-moderieren. Und da gibt es richtig Beef zwischen Manga- und Comic-Szene. Die Manga-Szene fühlt sich auch überhaupt nicht vernünftig repräsentiert in Erlangen. Ist da auch nicht unempfindlich. Ich habe mal so flapsig mal bei einer Moderation gesagt, das ist irgendwie nicht meins, wenn alle aussehen wie Bill Kaulitz. Und da gab es richtig, richtig ein Hellergate. Das nannte Alfons die andere Zeitschrift Hellergate. Weil ich es gewagt habe, da flapsig drüber zu sprechen. Egal. Ich merke aber jetzt auch in Erlangen, also es werden auch immer mehr Mangas, also die Publikumspreisnominierungen sind fast nur Mangas, immer. Das heißt, es wird immer ein Manga den Publikumspreis kriegen, meiner Erfahrung, also nicht immer, aber oft. Und sie haben sich das auch scheinbar Bodo Birk und Christine Auenhammer zu Herzen genommen, dass sie auch beim letzten Mal eine Ausstellung gemacht haben. Also sie versuchen jetzt wirklich auch mehr Respekt dieser Manga-Szene entgegenzubringen. Jetzt würde mich aber dennoch interessieren, du als Manga-Kenner und du als Comic-Zeichner, worin liegt denn dieser, ich sag jetzt mal, Pseudo-Beef oder dieser Hals der Comic-Szene auf Mangas? Ja, ich glaube, das ist immer so, man ist ja sehr in dem gefangen, was man selbst so macht. Und schätzt das auch wert und auch seine Kollegen, die ähnlich arbeiten. Und dann hast du so eine Manga-Szene, eine, die aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund ja auch kommt. Das ist nicht abwertend, einfach nur beschreibend halt. Und was dann so ein bisschen vielleicht das auch das Gefühl, naja, da wird jetzt irgendwas hier rüber transportiert und nimmt dir möglicherweise Leser weg oder keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht, woran das so liegt. Was glaubst du denn, Volker, warum da Beef ist? Die Manga-Fans haben ja sehr viele große eigene Veranstaltungen und Conventions, wo sie so natürlich mit Gleichgesinnten zusammen sind. Ne? Und es ist in der Tat schwierig, bei den Mix-Festivals, wo beides zusammenkommen soll, da klappt es eigentlich wirklich nicht. Vielleicht ist das so ein unterschwelliger Wettbewerb immer. Ich kann es auch nicht beschreiben. Also ich kenne, wobei ich tatsächlich, also wenn ich jetzt so von der Kundschaft ausgehe, da sehe ich das eigentlich eher einseitig, dass halt Comicleser, die schon länger Comics lesen wie wir, oftmals sagen, okay, Manga kann ich nichts mit anfangen. Ist ja auch nachvollziehbar, weil du bist ja anders sozialisiert worden. Genau. Es ist einfach schwierig, sich das mal reinzufinden. Manga-Leser dagegen greifen ab und zu dann auch mal zum Comic, greifen zum Superhelden oder lesen Gung Ho oder sowas. Ne? Also da ist eigentlich die Schranke nicht so sehr, die lesen auch Comics, umgekehrt weniger. Aber speziell in Erlangen war es halt einfach so, dass tatsächlich da der Comic-Graffiti dominiert und die vielleicht doch immer so ein bisschen noch so als, naja, das ist halt Manga und das müssen wir auch mit reinnehmen. Aber darf ich da mal aus meiner kleinen Einstellung was etwas zu sagen? Klar. Manga. Ich habe das erste Mal wurde irgendjemand, ein Japaner, Kirohito, weiß gar nicht, für sein Lebenswerk, wie auch immer, also einer, der schon viel, ein als Gott verehrt wird in Japan, weil der Japaner an sich ja tatsächlich die Comic-Künstler verehrt wie keine anderen. Und deswegen übrigens auch für Nicolas Mahler diese große Erde in der Hall of Fame da zu sein, in der Stadt, die ich schon wieder vergessen habe. Egal. So, da habe ich also einen Manga, das waren, glaube ich, 10 Bände. Ich habe die verschlungen. So spannend. Die waren aus den 60er oder 70er Jahren. War das Buddha? Bitte? Nee, Buddha kam später. Okay. Ich habe irgendwie im Kopf Kirohito. Oder Kirohito gibt es auch, ja. Ja, dieser Mann, der einen Hund... Hund. Ja, der. Es waren nur 3 Bände, aber okay. Ja, gut, 3. Kam mir wahrscheinlich vor. Nein, aber Kirohito ist es. Ja, pass auf. Das fand ich sensationell. Ja. Der Stil, dieses Jahr ist ja eigentlich immer schwarz-weiß, so gut wie immer. Wir sagen wegen frankophilen Comics Linie Claire. Ne? Aber die sind ja oft so ganz sachlich gezeichnet, finde ich. Also so dieser japanische, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil ich keine Fachfrau bin. Egal, fand ich super. Dann kam mir mal so ein paar zu lesen.
das ist für mich nur wie so ein Bravo-Fotoroman. Ob das jetzt Boys Love Boys oder Girls Love oder Bam, das ist für mich pubertäre Scheiße. Und nochmal, da ist auch wirklich große Augen, wie jetzt die Tiere alle auf der Kirmes. Da kriege ich einen Affen. Ich will... Nee! Alle, hör mal, ich bin doch so ein Kirmes-Fan. Wenn du jetzt beim Kamelreiten bist, da hängen alle möglichen, alle, nur diese tellergroßen blauen Augen. Das ist für mich eine Ästhetik, die mich nicht anspricht. Und die Message, oh, wir weinen, oh, wir sind verliebt, der liebt aber einen Jungen. Das ist okay, das habe ich aber schon lange hinter mir gelassen. Das interessiert mich nicht. Aber Manga ist doch nicht gleich Manga. Nein. Das, was du jetzt ansprichst, das ist die Masse, diese Teenager-Bravo-Geschichten sozusagen. Aber es trifft halt bei den, sagen wir mal, 13- bis 15-Jährigen, Mädchen vor allen Dingen, absolut den Nerv. Ja. Und zwar besser als es westliche Comics kann. Ja, das verstehe ich auch. Die Comic-Leserschaft war ja immer überwiegend männlich bei uns. Das war ja kein Frauen. Ja, und bei den Manga ist es tatsächlich umgekehrt. Zwei Drittel weiblich sozusagen. Ja, ich verstehe das auch alles. Aber ich denke dennoch, dass die Vorurteile über diesen pubertären Schwapp gegen Mangas komplett unberechtigt sind. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Comiczeichner auch in Japan nicht umsonst verehrt werden. Da gibt es so viele großartige Werke, die sich so lohnen, dass ich jetzt als, ich sag mal, Frischling, nicht als Comicleserin, aber überhaupt mal in der Szene und ich soll hier Bücher besprechen, dass ich sage, Kinder, liebe Comic-Szene, werft mal eure Vorurteile über Bord. Ja, das kann es ja wohl nicht sein. Das Problem ist, dass das, was sich gut verkauft, ist halt eher dieses Triviale. Und es kommt nur, die Vielfalt ist genauso groß bei Manga wie bei Comics bei uns. Nur, was bei uns veröffentlicht wird, ist halt größtenteils das, was du kennst. Große Brüste, große Augen, Dämonen, Action, Erotik-Sachen und so. Vampir-Kacke. Es gibt unheimlich vieles, wie jetzt der Mann meines Bruders, wie Kirohito. Es kommt halt nicht viel davon bei uns rüber, leider. Es wird mehr, aber da gibt es noch viel zu entdecken. Da, also ganz ehrlich, ja. So, und was mich hier an dem Werk wirklich, also erstmal war ich auch total gerührt. Mit diesen einzelnen Überschriften, was ist denn Gay Pride, wieso haben wir denn eine Regenbogenfahne? Erklärbär, ne? Erklärbär. So süß! Und dann, was du genau richtig sagst, diese Naivität und die Vorurteile. Also ganz süß, glaube ich, unbedingt auch für den japanischen Markt als wirklich kleines Aufklärungsbuch. Jetzt war ich so interessiert daran, wie die Band 3 und 4 weitergeht, dass ich meinen Kollegen Volker Robert hatte, Dicker, sag mal, gibt es da schon das Ende auf Englisch? Ja, gab's. Und dann hat er mir den Link gegeben und Conny hat mir das auf Amazonien bestellt. Ich weiß also, wie es ausgeht. Weil ich wusste, dass du dir das holst, musste ich mir das natürlich. Ja, natürlich. Ah, guck mal, dann gibt es ja schon einen kleinen Futterneid hier unter uns. Wie süß. Wollt ihr alleine weitermachen? Ja, okay. Also ich mache keinen Spoiler-Alert, weil ich das auch nicht mehr darf, weil viele Fans genervt sind, wenn es Sally Spoiler macht. Mhm. Aber ich hatte in den Folgen 1 und 2 eine ganz andere Theorie, wo das jetzt hingehen könnte, damit es eine Geschichte irgendwie wird. Dem ist aber nicht so. Deshalb ist es wirklich ein ganz putziges Aufklärungsbuch geblieben. Jetzt war ich immer so angetan, dass der Telly den Namen mal gegoogelt hat und bei dem Kollegen auf. Hast geguckt, was der sonst so macht? Passt mal auf, liebe Freunde des gepflegten Comics, weil Flora Jürgens hier so lieb sagt, dass der Kollege Gengoro Tagame ein Zeichner der erotischen Kunst ist. Ich war auf der Website. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich selber bin auch eine Freundin von Bondage, von Latex, von Leder, von S&M, Pipa, Puppen, Pappen, Pappen, Papp. Aber was ich da auf dieser Webseite gesehen habe, hat mir wirklich den Atem geraubt. Das ist nicht erotisch. Das ist nackte, im wahrsten Sinne, Pornografie. Das ist, wie heißt das, Splash, also es werden Arme amputiert, es werden Nägel durch Eicheln getrieben, die Männer, also das spielt gerne mal in so einem anderen Zeit. Haben wir den gleichen Band? Nein, aber
Du hast den zweiten ja noch nicht. Ah, ja. Nein. Also nochmal. Also das hier, das ist total kinderfreundlich, ist total süß. Auch wenn der dicke kanadische Bärenfreund dann mal mit seinen wuscheligen Haaren mal im Bad ist, weil Baden ist in Japan auch große Kultur. Das ist 0,000 irgendwie erotisch. Das ist nur sympathisch und dieses kleine japanische Kind ist komplett vorurteilsfrei. Der ist einfach nur süß und toll. Ach, wie Papa hat den Zwillingsbruder und der ist der. Also das ist so süß, dass man weinen möchte vor Glück. Ich sage, dass ich bei dem Künstler auf der Webseite war und was ich da sah, hat mir persönlich den Atem wirklich geraubt. Das ist also dermaßen nicht jugendfrei. Und ich frage mich jetzt nur Folgendes. Wenn also jetzt der Japaner an sich sagt, ach, das ist aber schön, ach, das ist aber süß, ach, da gehe ich aber mal auf die Webseite. Und dann glaube ich nicht, dass der Japaner an sich noch denkt, Homosexuelle sind normale Männer wie du und ich. Davor habe ich ein bisschen Angst und deswegen frage ich dich, mein lieber Fachmann für Mangas und Japan. Ja, aber nicht für hier Bondage und... Nein! Naja, aber sag mir doch mal bitte anders. Ich versuche mich zu beruhigen. Eine Flasche Bier würde mir übrigens helfen, dass wir mal... Pass auf, Folgendes. Also nochmal, ich habe sowas noch nie gesehen. Also das, ich habe mich vor allem gewundert, dass ich da drauf kam. Ne? Das war zwar nachts um 3:30, aber trotzdem, da waren zwar die Penisse, sag ich mal, auch öfter gepixelt in den einzelnen Zeichnungen, aber ich schwöre euch, du hast genug gesehen. Die wurden da gerimmt mit Kanonen. Also da, ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Also es war komplett übertrieben natürlich und es wird eine Klientel dafür geben, die sich da auch auf einen runterholen können. Ich weiß es nicht. Ich frage dich nur, ob du weißt, auch wenn du heterosexuell bist, ob der Japaner an sich, auch mit seiner Manga-Kultur, in diesem absoluten Hardware-pornografischen, zeichnerischen Bereich da irgendwie auch ein Spezialist ist oder da auch wirklich federführend ist anderen Nationen gegenüber, die auch gerne behaarte, kräftige Männer zeichnen. Wir sehen ja in diesen Büchern auch wieder, wie... also verklemmt eigentlich der Japaner noch ist und zurückhaltend, dass man ihm kaum etwas aussprechen mag. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist wirklich, was der Künstler jetzt sonst dann nebenbei macht, ist wirklich auch nur eine ganz kleine Nische, die er dann da bedient. Das ist, ja, aber die bedient das, er vielen, ja, vielen Dank. Aber da, also ich die bedient auch er so, dass ich mal ganz kurz auf euer Wohl trinke. Zum Wohl. Ich bin wirklich kein Kind von Traurigkeit, aber ich habe da nachts gelegen und ich habe gedacht, ich sehe das, ich sehe das ist nicht, ne? An sich da, aber auch, also glaube ich, kein wirklich, das kann kein großes Thema sein. Kann es allein schon nicht, dass die Website frei zugänglich ist, wundert mich dann fast auch. Das ist ich habe nur gelesen, was er sonst macht. Ich habe damit nicht den Drang verspürt, auf die Website zu gehen. Und weil du ja sagst, du machst dir Gedanken, wie viele das vielleicht tun. Ich weiß nicht, ob das so viele tun. Wahrscheinlich war ich die Einzige auf der ganzen Welt. Aber ich sag dir nur, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige war, sonst gäbe es diese Website nicht. Aber das war für mich schon Kategorie Darknet, ganz ehrlich. Also ich habe das gesehen und jetzt mal unabhängig davon, dass der ein Hammerzeichner ist. Also wenn es da zur Sache geht, ne, da... Aber umso... Weil das ist so unfassbar süß, ne? Das ist so ubi-dubi. Das ist der Erklärbär Homosexualität in Japan. Und dann gehst du auf die Website und denkst, yo! Aber ist das nicht toll, wie faszinierend, dass er andererseits so feinfühlig hier sein kann? Doch, das ist es. Ja. Weil er ist ja wirklich, es ist so, wie er diese Menschen auch schildert und das ist alles so, die versuchen alle so gut zu sein, das Richtige zu tun und bloß nichts Falsches zu machen. Das ist fast schon rührend naiv übrigens, gut. Manchmal. Das stimmt übrigens wirklich. Und wenn ich nochmal, weil ich habe den wirklich geliebt, weil du das auch mit der japanischen Kultur gerade sagtest. Ich habe die gelesen und wollte permanent japanisch essen gehen. Weil da geht es auch ganz viel ums Kochen. Ja, also der stimmt, Vater von der Kleinen ist ja der beste Koch. Und der Bär, der kanadische, der war natürlich mit dem Zwillingsbruder auch, die sind oft japanisch auch essen gegangen. Dann lustigerweise gab es in Kanada Tempura frittiert, das kannten die Japaner gar nicht. Also ich finde, man lernte auch was über japanische Kultur und auch über Essen. Ja, sehr viel Cross-Culture auch. Bitte?
sehr viel Cross-Culture da drin auch. Was heißt Cross-Culture? Zwei Kulturen, die miteinander sozusagen verglichen werden. Oder also die amerikanische und die... Genau. Weil das ist ja noch ein zweites Thema eigentlich, was absolut. Da ist. Ne? Wir haben ja einmal diese Schiene, okay, hier gay, da nicht gay und das alles so zu erklären und da funktioniert das über das Kind natürlich sehr schön, was ja vorurteilsfrei ist, wie du schon gesagt hast. Aber ich fand auch diese Ebene gut, da kommt jetzt ein bärtiger, haariger Kanadier und der hat einen ganz anderen Zugang zu unserer Kultur, frittierte Tempura, Teufelswerk sozusagen, ne? Und der erkundet jetzt unser Land und der achtet plötzlich auf Dinge, auf die der Bruder gar nicht mehr geachtet hat, der hat seine eigene Umgebung gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, genau. Und erkennt das jetzt wieder ja. durch seinen Schwager. Ja, und das ist ganz, ganz schön erzählt. Genau. Und auch dann die Flashbacks, wo er sich an seinen Zwillingsbruder erinnert und wie er auf dessen, er hatte sich ja scheinbar schon geoutet, auch noch in Japan, bevor er nach Kanada ist, wie er darauf reagiert hat und reflektiert das die ganze Zeit. Und das ist hinreißend erzählt über dieses kleine Mädchen, die so vorurteilsfrei sich einfach nur freut über den puscheligen großen Mann aus Kanada. Und dann kommen aber so viele Nachbarsjungs, die sagen, darf ich mal bitte mit ihnen sprechen? Ich bin übrigens auch homosexuell, das darf aber kein Mensch erfahren. Und da macht er ja auch einen guten Job. Ne? Er hat ja auch hier auf den Covers, er hat T-Shirts an mit dem rosa Winkel oder mit dem Regenbogen. Also er ist ein Gay, LGBT, ihr wisst schon, was ich meine, Aktivist auch. Ne? Das, also ich hab das total geliebt. Ich habe es total geliebt und ich finde es auch schön ist auch mit den Hacks, also mit den Umarmungen, dass er dann kriegt den kleinen genau. Hack von ja der von Japaner an sich, der immer nur aha und hier genau. und Volker-san und Sayonara und genau. der Big Hug und die kleine man drückt und mich mal in Japan. Dieses Klischee, dass er denkt, jeder Schwule würde von ihm als Mann was wollen oder so, ich, am Anfang zumindest noch denkt, bevor er natürlich merkt, dass das Quatsch ist. Also das ist total süß. Ich finde es ganz zart, dass wir für uns hier in Deutschland vielleicht Anfang der 80er in Deutschland. Nötig gewesen, ja. Nee, also auch erleichternd gewesen. Und das ist aber jetzt noch relativ aktuell. Dann ist das 2015, 16 oder so. Ja. Ich finde, es ist so eine Mischung aus irgendwie einerseits total naiv und dann trotzdem so erfrischend. Ne? Also es hat sowas, es ist irgendwie so althergebracht und trotzdem erfrischend. Genau. Ich glaube aber, dass trotzdem mehr Leute auf die Website gehen werden. Ja, dann jetzt mein Appell an den Produzenten, schneide es einfach raus. Schneide es einfach raus. Ich war nur eben so fasziniert davon, weil ich Helly, ich wollte schon sagen, Campers Helly aus Gummersbach in Köln, auf dessen weit entfernte Webseite gehen konnte und Bilder sah, die mich ebenso faszinierten wie erschütterten. Und ob der da nicht in seinem Land mit so einem zarten Aufklärungswerk in die Patrouille kommt, wenn die spitz kriegen, was dessen Vorlieben sind. Ja, aber anscheinend ja nicht. Ne? Der Band ist jetzt ja schon ein paar Jahre. Deswegen fragte ich dich aber nach Japan. Ich weiß auch nicht, wie das da mit seiner Website ist oder ob man da überall genau so einfach raufkommt oder nicht. Aber ich denke schon. Vielleicht, wahrscheinlich ne? Kann schon. Sein, dass man aus Köln raufkommt und aus Japan nicht. Ja, bei chinesischen Seiten ist das manchmal so. Okay, ich habe. Also, das ist auf jeden Fall hier meine ganz fette Empfehlung. Der Mann meines Bruders von Gengoro Tagame. Und wir kommen jetzt zu Gideon Falls. Das Vexierbild des Covers macht deutlich, hier geht es mysteriös und vielschichtig zu. In Gideon Falls lässt das Erfolgsteam von Old Man Logan, nämlich der Kanadier Jeff Lemire und der italienische Zeichner Andrea Sorrentino, den Leser tief schürfen. Pater Fred wird in eine kleine Gemeinde mit dem biblischen Namen versetzt, in der sein Vorgänger Pater Tom Chasely ums Leben gekommen ist. Die Todesumstände erfährt der neue Priester erst einmal nicht. Eine schwarze Scheune spielt beim aufziehenden Unheil eine zentrale Rolle. Von der ist der in der Stadt lebende Sonderling Norton Sinclair seltsamerweise schon lange besessen. Er durchsucht den Müll der Metropole nach Einzelteilen des Heuschobers, die er katalogisiert und archiviert. Die einzige Person, der Norton sich anvertraut, ist seine Therapeutin. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Ursache von Nortons Wahnvorstellungen, wenn es denn welche sind.
der kanadische Star-Autor Lemire, der gleichermaßen fürs Independent- wie Superheldenmilieu Geschichten entwirft, verwebt hier die Geschicke zweier komplett unterschiedlicher Männer, setzt Großstadt gegen Provinz, Ratio gegen Aberglauben. Vielleicht gibt uns auch der Name des Provinzortes Gideon Falls schon einen Hinweis. Gideon war im Alten Testament schwach und verzagt, bis Gott über ihn kam. Vielleicht aber hat Lemire etwas ganz anderes im Sinn. Die beiden Folgebände werden Aufklärung bringen. So, Max Giermann, lass mich einfach mal einen Tipp abgeben. Das hat dir gut gefallen. Gar nicht. Konntest du nichts? Ja, oh Gott, der die Kinski-Lippe schiebt sich. Wie gefallen? Was heißt denn gefallen? Der Scheißdreck ist das. Nein, ich fand es wirklich. Ne? Weil die Artwork ist irgendwie neu, ne? Das sieht man nicht jeden Tag. Also, ich muss sagen, ich bin wirklich kein Mystery-Fan. Also, ich, klar, wenn es gut gemacht ist, so wie, kann auch im Filmischen, also Dark oder sowas, habe ich mir auch gerne angeschaut. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein Mystery-Fan. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Also ich finde, also Stichwort Artwork, fantastisch, wie das in Szene gesetzt ist, wie die Seiten aufgebaut sind. Ich finde auch so die beiden Parallelgeschichten, so dadurch wird einem nie langweilig, was immer wieder hin und her switcht zwischen dem Pfarrer, der da ankommt in diesem Ort und dann eben dieser etwas paranoide junge Mann, der in der Großstadt die ganze Zeit im Müll sucht und mit seiner Therapeutin darüber spricht. Und dieser mysteriösen, dunklen Scheune, also das sind alles so, also ich glaube, so, man muss das so ein bisschen mögen, also bei der Geschichte mache ich meine Abstriche, weil es einfach nicht mein Genre ist, aber ich finde einfach so, wie es künstlerisch umgesetzt ist, sehr künstlerisch, finde ich, also es ist so, es ist wirklich ein Kunstwerk, ein kleines, und es ist sehr liebevoll gemacht, es ist sehr durchdacht, finde ich, gemacht, und was ich nicht so, es ist so der Zeichenstil ist so sehr schraffurartig, man sieht also kaum durchgezogene Linien. Es wirkt eigentlich fast so, als wäre das so ein Fotofilter, der so, also es wirkt sehr fotorealistisch, aber wie durch so einen Filter irgendwie, hat eine ganz besondere Anmutung dadurch. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Kauf wert und ist ein sehr, sehr gut gemachte, sehr, sehr gut gemachte Graphic Novel, würde ich sagen. Ja, Dr. Also Ray, bist du ein Mystery-Fan? Ja, schon. Also ich finde Mystery grundsätzlich als Genre für mich sehr spannend. Zu diesem Band muss ich eigentlich sagen, wir hatten ja gerade beim Batman Damned die Geschichte, sehr starkes Artwork, sodass uns die Geschichte eigentlich egal war. Und da war ja auch so mein kleiner Kritikpunkt bei der ganzen Geschichte, dass die Geschichte und Artwork da nicht so gut miteinander verzahnt waren. Deine Batman-Kritik? Die Batman-Kritik. Oder bist du jetzt bei Gideon? Nein, Batman. Ja, genau. Das war, das war ja der Punkt, genau. Der mir da nicht gefallen hat. Und da muss ich sagen, das ist hier sehr gut gelungen, finde ich. Dass die Geschichte und Artwork passt hervorragend zusammen. Nichts überlagert das andere. Es hat beides eine gute Wertigkeit. Ne? Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger, guter Punkt. Ich finde auch, Panel-Aufteilung, die Art, wie die Geschichte, auch das Erzähltempo der Geschichte, hat mich alles sehr gut abgeholt. Ich habe es wirklich von der ersten bis zur letzten Seite wirklich sehr genossen. War eigentlich auch so der Lieblingsband aus meinem aus dem Paket. So. Gefolgt eigentlich tatsächlich von dem Manga auch, was mich auch überrascht hat. Ne? Das war also so mein Platz 2, was für mich und Manga schon ganz, ganz viel heißt. Ja, finde ich doch toll. Ne? So. Weil ich meine, ohne uns hättest du das nie in Manga gelesen. Deswegen oder? Muss ich auch sagen, ich bin also über diese Einladung auch insofern sehr dankbar. Das ist total schön und ich werde mir jetzt auch mal angewöhnen, einfach mal mich überraschen zu lassen, einfach mal Dinge zu kaufen, wo ich gar nicht so weiß, was hinterher das mit mir macht. Finde ich super. Ne? So. Und bei Gideon Falls, da freue ich mich echt schon auf den Folgeband und das ist echt klasse. Sag mal, Volker, du bist ja Fan von, oder? Vielschichtigen Geschichten oder Geschichten, die dich so anhuken. Genau, ich sage ja immer gern, auch bei diesen ganzen amerikanischen und Superhelden-Sachen, dass ich nicht immer das Gleiche nochmal lesen möchte, sondern ein bisschen was Neues. Ne? Ich war so ein bisschen skeptisch, ich hatte vorher einen Artikel gelesen, ich glaube, auch Comic-Szene oder so, wo er dann gesagt hatte, der Autor, dass das alles so Inspiration von Twin Peaks war. Ne, genau. Ja. Und naja, also Twin Peaks hat natürlich seine Qualitäten, aber das verläuft ja dann in späteren Folgen dann irgendwo doch so ein bisschen, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann oder nichts. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es auch so eine Story ist, die vielleicht dann aber irgendwie sinnfrei ist. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich sehr stark. Und da auch, genau, also Artwork und Story finde ich gut. Ich finde die Story klasse.
und vor allem die Atmosphäre. Also es ist einfach, das ist wirklich ein Horror-Comic, der es schafft, dir so ein bisschen Unbehagen zu erzeugen. Also Horror? Das ist schon Horror. Doch, mit der, doch, also wie es den Leuten geht, wenn sie diese Vision haben von der schwarzen, ich finde sogar die schwarze Scheune unheimlich. Ja, wo ich im ersten Moment dachte, ja okay, eine schwarze, schwarzes Haus, was soll daran jetzt? Ne? Das ist die schwarze Scheune. Aber die wirkt auf mich, ich finde den wirklich von der Atmosphäre klasse. Na gut, die Story, also ich habe so ein bisschen, ich sag so, was, irgendein Unheil kommt alle paar Jahrzehnte in diese Stadt, da dachte ich so an Stephen Kings S, das hatten wir da auch schon mal. Aber das wir doch. Ich liebe das, wenn es heißt, alle paar Jahre. Und dann gibt es immer so Leute, die haben einen Vorsprung, die wissen ein bisschen mehr. Ja. Dann gibt es all die das abtun als abergläubischen Mist. Ich habe mal eine Frage an dich, weil ich von dir die harsche Kritik bekommen habe. Ich darf keine Spoiler-Alerts mehr machen. Wenn ich jetzt hier über Gideon Falls eine Theorie aufstelle, wäre das auch ein Spoiler-Alert? Nein, weil ich ja nicht weiß, wie es weitergeht. Du kannst ja gar nicht spoilern, weil du gar nicht weißt, wie es ausgeht. So, folgendes. Glaubt ihr nicht, weil die schwarze Scheune ja sowohl in dem Popendorf ist, wie auch in der Großstadt bei Müllhalden, ne? Okay. Glaubt ihr nicht, dass der kleine verschwundene Bruder der Sheriffsfrau der arme, kranke, paranoide Junge ist, der aus der Scheune des Dorfes in die Scheune, die immer wie so ein Beam Me Up Scotty, verstehst du? Das ist wie so ein Tor, so ein Dimensionstor. Okay. Der ist damals verschwunden und ist, versteht ihr, was ich meine? Ja, klar. Ich weiß, ich interessiere jetzt hier keine Katze, aber lest das, das ist wirklich spannend. Ich finde die Theorie blöd, weil ich nicht weil ich nicht selbst drauf gekommen bin. Sagst du das nochmal laut in aller Ruhe? Total blöd, er findet die Theorie blöd, weil er nicht selber drauf gekommen ist. Gib mir High Five! Ich hatte einen kompletten Vorsprung, aber ich bin eh eine alte Klugscheißerin bei Mystery. Das war schon mal Twin Peaks so oder so. Dann denke ich immer, Naja, ich kann ja auch völlig falsch liegen. Aber lieber Splitter Verlag. Ich freue mich hier richtig auf den zweiten Band. Und wieso ist das auf 3 angelegt? Habe ich eben gehört. So. Anscheinend ist das so. Ja, wusste ich bisher nicht. Eine Sache möchte ich kurz noch zu Jeff Lemire oder Lemire. Lemire. Lemire, genau. Kanadier, auch mal gern Französisch. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, war das für uns oder für Erlangen? Jedenfalls habe ich den Unterwasserschweißer gelesen. Den haben wir mal durchgekaut. Haben wir hier durchgekaut. Kennt ihr den Unterwasserschweißer? Nein. Nein. Jetzt pass auf. Das ist auch so ein bisschen Mystery angehaucht gewesen. Da war aber, wenn ich das mal eben sagen darf, ohne dass mich die Fans schlachten. Da hat der Herr Lemire hat das selber gezeichnet. Das war schnarch mich an bis zum Stillstand der Augen. Wenn ich das also sagen darf, soll der bitte weiter Autor sein und soll so geniale Biester wie Andreas, oh Gott, ein Italiener. Ein Italiener. Der Untergang der Welt ist nah. Aber dann lass die Italiener realistisch malen, dann bin ich aber Fan von Italienern. Und Disney sollen sie in Ruhe lassen. So, die sollen meinen Donald doch in Ruhe lassen und sollen so geile Scheiße malen. Apropos, na gut, der war aber Schweiz-Italiener hier, Marini, ne? Ja. Nee, von Batman. Ich bin ja der totale Fan von Marini. Ja, Marini. Und der toll, war aber, bitte? Marini ist toll, groß. Ah, Marini. Da hieß es aber Schweiz, ja, egal. Aber, ihr Lieben, wenn ihr die ganze Sendung jetzt sehen solltet, wie gesagt, es ist ein Italiener und der ist genial. Also, falls ich jetzt die Spaghetti-Mafia schon auf den Weg gemacht haben sollte, um mich zu schlachten wegen den lustigen Taschenbüchern, lasst es, ich schwärme über einen Italiener. Schwärme über einen Italiener. Oh, kriegt ihr wieder Hunger? Ne, dann lass ich es so. Nee, toll. Was ja auch so toll ist, dann zwischen diesen Kapiteln, dann, wenn der Ort so von oben gezeigt wird und man sieht dann die Gesichter von einzelnen Figuren, die sich dann so abwenden. Das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber es ist auf jeden Fall unglaublich liebevoll und klug gemacht auch. Klug, ja, ich finde auch klug. Was mich an der Artwork, wenn ich das noch sagen darf, auch so fasziniert, die einzelnen Bilder sehen alle, ja, irgendwie sage ich jetzt mal als Laie, so verschwommen aus. Ne? Du denkst die ganze Zeit, manchmal denkst du, zieht das Bild doch mal scharf. Die Gesichter sind nicht ganz klar. Ne? Aber darüber entwickelt das ja auch gerade diese etwas irritierende oder geheimnisvolle Ebene. Zum Beispiel bei den Puppen dachte ich die ganze Zeit, hat der jetzt irgendwie diesen Mormonenbart oder nicht? Ich glaube aber nicht, das ist oft der Schatten. Und ich sag mal, also hier...
Ich glaube, ist es gespoilert, wenn ich, es gibt ja diesen Moment, wo er dann in die Scheune geht, ne? Und das ist ja dann auch, wo man sich so denkt, okay, wenn, was passiert jetzt? Und es ist so fantastisch gemacht und so. Allerdings, ja. Also als hätte der da wirklich irgendwie reichlich Drogen genommen, der Italiener. Also, aber wirklich, das ist so toll. Ich habe hier gerade durch Zufall, habe ich jetzt gerade diese Panel-Aufteilung aufgeschlagen, weil du hast das ja heute Abend, Urlaub, auch schon mal erwähnt, oder als wir bei dem Disney waren, mit dem Money Man, wo ein Panel symmetrisch neben den anderen geklebt ist. Also was du prinzipiell durch die Gestaltung eines Panels auf einer Seite, unabhängig von der Geschichte, unabhängig von den Sprechblasen oder keine Sprechblasen, was du da an Dynamik oder an Irritation erzeugen kannst, das ist inzwischen für mich durch meine langjährige Arbeit, die ich hier machen darf, das ist für mich die Kunst des Comics. Und das ist für mich überhaupt die Großartigkeit der neunten Kunst. Du musst malen können, du musst eine Geschichte erzählen können. Wenn du nur malen kannst, suchst du dir einen geilen Autor, der tolle Geschichten erzählen kann. So, dann im besten Falle besprechen zwei Leute, wie wollen wir die Geschichte erzählen. Und manchmal sind ja auch ganz oft Autoren selber Comiczeichner. Das heißt, die können, wie ich finde, teilweise gibt es hier Werke, die wir besprechen dürfen. Das ist so ein Optimum an Ergebnis, finde ich, wenn zwei tolle Comic-Leute oder Autoren und Zeichner sich zusammentun, wie wo ich Gang Ho die ganze Zeit hier hinter dir sehe. Auch zwei, die auch beide malen, beide Autoren sind und kommen dann gemeinsam auf wirklich die, in Deutsch jetzt, geilste Scheiße der Welt. Das finde ich fast ein bisschen ähnlich von ein bisschen, ne, von der Artwork, so, ist auch egal. Aber das macht wirklich, das ist wie so ein, ja, wie so ein Independent-Film, der aber dann ein Blockbuster wird, weil es so ästhetisch überzeugend ist und so, ja, spannungsvoll auch. Ja, ich sehe da die Verfilmung auch schon kommen. Ja, ne? Bei der Geschichte. Ja, und dann haben wir es alle schon. Und wahrscheinlich ist der Comic besser. Das erinnert mich wieder an diesen alten Cartoon, als ich Theaterfilm und Fernsehwissenschaften studierte. Und eine Ziege steht auf der Wiese und sie frisst einen Celluloid-Film und sagt, das Buch war besser. Ja, schön, wir sind uns ziemlich einig, oder? Ja. Ach, absolut. Ich liebe das, wenn wir uns einig sind. Oh, und jetzt kommen wir aber mal zum kleinen Höhepunkt vom Heli. Lucky Luke von Marvel. Lucky Luke sattelt um. Erschienen bei Egmont Publishing, ist der dritte Band in einer Reihe von Hommagen an den belgischen Comic-Cowboy, der von Zeichner Morris erfunden und lange Zeit von Asterix-Erfinder René Goscinny geprägt wurde. Zum ersten Mal wurde dafür ein deutscher Zeichner angefragt und Marvel stürzt die Leser in ein temporeiches Abenteuer. Luke muss dem Tüftler Alfred Overman helfen, dessen Erfindung per Eisenbahn quer durch Amerika zu bringen. Ein Fahrrad mit einem neuartigen Kettenantrieb, was bei einem Rennen in San Francisco präsentiert werden soll. Dies jedoch will der empfindlich auf Konkurrenz reagierende Hochradhersteller Pope mit allen Mitteln verhindern und setzt das skrupellose Gangsterpärchen Smith & Wesson auf den Transport an. Auf der Flucht vor ihnen muss der Reiter das Ross zurücklassen und wird gezwungenermaßen zum Bike Rider. Er schlingert durch den Wüstensand, kämpft mit steinigen Steigungen, geplatzten Reifen und gelangt schließlich zu einiger Kunstfertigkeit im Sattel. Der als Markus Witzel 1976 in Ostberlin geborene Marvel, bekannt durch Kinderland und Wir können ja Freunde bleiben, bekam durch ein in Paketbogen in die DDR geschmuggeltes Comicheft Erstkontakt zu Lucky Luke. Marvel bezeichnet sich selbst als begeisterten Radfahrer. Die konkurrierenden Hersteller Overman und Pope hat es wirklich gegeben. Und so war es wohl kein Wunder, dass sein Cowboy nicht auf Pferdestärken setzt. Leider zum Nachteil von Jolly Jumper. So, Jungs, jetzt mache ich einfach mal den Anfang, weil der Marvel war das die letzte Sendung hier, wo er zu Gast war? Ja. Da haben wir uns ja auch kennengelernt und danach sind wir natürlich wieder einen trinken gegangen. Ich sage, Marvel, hier Zeichner. Marvel hat ja Kinderland gemalt, da haben wir für Erlangen besprochen, hat auch direkt einen Preis bekommen.
Und dann habe ich noch jetzt zur Vorbereitung auf den letzten Talk habe ich so Sachen und dann seit 100 Jahren sage ich immer, wenn einer so rhetorisch sagt, sag mal, bist du lesbisch, sage ich immer, ist der Papst katholisch? So. Aber das war mir selber schon langweilig, dass ich immer sagte, ist der Papst katholisch? So. Und dann habe ich was von ihm gelesen und habe gesagt, Marvel, ich danke dir so von Herzen, weil ich endlich einen neuen Spruch habe, dank dir, scheiß der Bär in den Wald. Und als wir dann danach einen trinken waren, habe ich gesagt, Marvel, ich möchte bitte, bitte, skribbel mir was. Und er skribbelte mir einen Bären, der in den Wald scheißt mit einer russischen Mütze auf der Hirse. So, und dank Kardinal Meissners großartige Connection zu Egmont und ich darf auch sagen, dass Wölfin Stickmeier und ich viele Säcke Salz miteinander geleckt haben, habe ich hier ein Band. Hier habe ich sehr viele Post-it-Zettel, um euch zu sagen, warum ich den Band liebe. Aber hier habe ich jetzt ganz druckfrisch von Marvel signiert, Lucky Luke scheißt in den Wald. Und das ist sehr großartig. Ich meine, Kardinal Meissner ist fast eben hinter der Bühne kollabiert. Hallo, Lucky Luke scheißt! Wo, so, egal. Der rauchen darf er ja nicht mehr. So, ich kacke, also bin ich. So, ich bin also zutiefst privilegiert, hochprivilegiert, hochprivilegiert. Und vorne auch noch eine Widmung von ihm. Also, ich möchte nur jetzt sagen, Lucky Luke, da haben wir total diese Ästhetik von Goscinny, haben wir in der Hirse, da geht's nicht so weit. Als ich hörte, weil ich ja Marvel liebe, ein großer Fan von Marvel bin, Marvel malt Lucky Luke, habe ich gedacht, Himmelhilf, wie soll das denn bitte gehen mit diesen Hufeisennasen? Mhm. Und das habe ich gegoogelt, beim Google gefunden, eine Kritik von einem Kollegen, Bela Sobotke, sagt dir der Name was? Mhm. Der hat im Tagesspiegel geschrieben und hat geschrieben, der Marvel wäre die Speerspitze der Schlaucharmschule. Ich so, hä? So, damit meinte er, es gibt Zeichner, die achten nicht unbedingt auf die Extremitäten, auf Perspektive, auf Gelenke, so. Und dann schreibt er aber, wie ich finde, sehr, sehr klug, dass es gar nicht so einfach ist mit diesem Schlaucharm und so. Man müsste es total, total verinnerlichen, weil sonst würde man einen Kontrollverlust bekommen, wenn man so zeichnet wie Marvel. Und er testiert Marvel, dass das hier absolut funktioniert. Und daraufhin, weil ich das interessant fand und das so noch nie gehört hatte mit der Schlaucharmgedöne, habe ich es heute Mittag nochmal gelesen und bin total begeistert. Also erstmal finde ich, es ist genau wie alle Lucky Lukes mit den Ingredienzien eine wahre Begebenheit, nämlich diese Fahrraderfinder Pope und Overman. Wir haben Indianer, wir haben Banditen, wir haben ich weiß nicht was alles. Und ich sag euch ehrlich, dass von der Fülle der Ideen, der Originalität und auch der Pointen, ich das im Moment den besten Lucky Luke finde, den ich seit Jahren gelesen habe. Jetzt seid ihr erstmal dran, bevor ich weiter jubel. Du bist doch so von Lucky Luke geprägt worden. Ja klar, ich war natürlich die Generation. Und also ich muss auch sagen, also ich habe mich auch gefragt, als ich den Band gelesen habe, was wird das? Ja. Die gleiche Frage. Und ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr gelungen, weil, was mir in vielen jüngeren Lucky Luke-Versionen abgegangen ist, so diese vielen kleinen, liebevollen Details, die ganz alten Lucky Luke auch so aus den 70er Jahren ausgezeichnet hat, wo ich dann teilweise... Wo man so gequietscht hat, weil man selber eine Klugscheißerin war, ne? Und weil man wusste, das gefunden oh, hat, das ist entdeckt doch wirklich hat. Ja, passiert. Genau. Ja, ja. Man hat so Details gefunden und sie entdeckt und so weiter. Genau. Das habe ich immer geliebt. Genau. Ich fand auch immer ganz großartig diese großen Übersichtsbilder über die Westernstadt, wo gefühlt 3 Millionen Leute durchs Bild liefen mit ganz vielen kleinen und lustige Sachen gemacht haben. Das habe ich mal sehr gerne gesehen. Ja. Und ich habe jetzt hier in diesem Band auch ganz viele kleine Details entdeckt, wo ich sagen muss, großartig. Ne? Auch so liebevolle Geschichten, was weiß ich, Lucky Luke repariert seine Jeans oder macht sonst irgendwas. Großartig, hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, das muss man mal überlegen. Ja? Der rennt jetzt, wie lange gibt es Lucky Luke? 60 Jahre, 70, 50? Der sitzt sein Leben lang 70. Im Sattel und sitzt zum ersten Mal auf dem Fahrrad und muss sich den Arsch in der Jeans zusammennähen, weil er durchgescheuert ist. Also das ist toll. So originell. Genau. Und wo du gerade von den liebevollen Details sprichst,
Ich habe mir hier so ein paar Postzettel gemacht von kleinen Pointen, die ich einfach liebe. Hier der Geier in der Wüste, 100 Jahre Lucky Luke Western, der Geier macht Kikeriki oder Krikeriki. So. Pass auf, hier. Das habe ich ja heute noch extra gegoogelt. Ihr kennt doch den Menschen von Leonardo da Vinci, ne? Genau. Diese gelbliche Zeichnung mit dem Kreis, die perfekte Proportion. Wisst ihr, wie das heißt? Das habe ich heute gegoogelt. Wisst ihr das? Wollen Sie es sagen? Sagen Sie es laut. Was? Der Vitruvianische Mann? Ja, wer hat es gesagt? Vitruvianische Mann. Weil Vitruv hat das zum ersten Mal ein Architekt aus der Antike gesagt, das ist die perfekte Proportion. Lieber Schatz, komm mal wieder. Ja, ich bin auch angetan von dem Wissenden. Aber guck mal, ist das denn nicht süß? Das ist ein Panel über die halbe Seite. Da ist so einiges drauf, wo der Obermann erzählt, wie er auf was gekommen ist. Aber allein diese kleine Pointe hier, ne, das zu zitieren mit der Artwork von Marvel, finde ich, also ich kann mich darüber wegschmeißen. Als alte Lucky Luke-Fans haben wir doch gedacht, wie Lucky Luke sitzt jetzt auf dem Fahrrad, nur weil der Marvel gerne Fahrrad fährt. Wie, was ist denn mit Jolly Jumper? Wie will er das denn machen? Und das macht er, wie ich finde, genial, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass Lucky Luke und Jolly Jumper eine Liebesgeschichte ist. Und wie er das hier parallel zu der spannenden Action, wie er diese Geschichte erzählt. Also es hat so viele Ebenen. Und jetzt nur einen, wie ich finde, genialen Gag. Der sitzt mit seinen Sporen, hallo, Cowboy, Reiter, sitzt jetzt zum ersten Mal auf dem Fahrrad. Wir wissen alle nicht, wie er zusammengeschraubt hat, aber ein Imbusschlüssel, egal. Und plötzlich hat er hinten einen Platten. Ja klar, Sporen, Reifen, böse Falle. Das finde ich so genial, wie der Marvel aus seinem fahrradfahrenden Leben. So, hier eine kleine Sache, bitte, von mir auch noch geliebt. Lucky Luke in der Wüste, Lechzhechel, halluziniert schon. Jetzt mal wirklich von der Artwork. Eigentlich denkst du, der Marvel, also ich will das jetzt nicht doof sagen, aber der ist so ein Scribbler, der macht tolle Geschichten. So, und dann kommt der Junge aus Ost-Berlin, der darf einen Lucky Luke malen und ich finde, der wächst über sich hinaus. Hier sehen wir ihn lechzend in der Klingel des Fahrrades reflektiert und das ist auch wieder so eine nette Pointe. Er ist also kurz vorm Verdursten. Und auf den Bäumen in der Wüste sehen wir die verlaufenden Uhren von Dali. Ja, also diese kleine kulturellen Hommagen gepaart, wirklich mit originellen, also Marvel, falls du das jetzt siehst, ich bin total begeistert, dann hier bitte. Die Frage war doch, wie Pferd und Fahrrad, das war doch die Frage. Was machen wir denn jetzt alles mit dem Fahrrad? So, und ich glaube, alles, was man mit dem Fahrrad in der Wüste machen kann, das hat Marvel sich einfallen lassen. Hier zum Beispiel eine Situation, er hat eigentlich keine Chance, weil Smith und Wesson, die beiden Bösewichter, sagen, du kannst nur einen von uns erschießen. Was macht er? Zieht ja schneller als sein Schatten. Schießt einmal hier und beim zweiten Mal hier durch den Fahrradlenker, um sie auch mit aus dem Schach zu setzen, so heißt es nicht. Schachmatt zu setzen. So, und jetzt eine kleine Sache, weil ich hier wirklich als Quereinsteigerin, hätte ich beinahe gesagt, seit Jahren arbeite. Wer von euch erinnert sich noch an Stern und Sternchen? Und das in Sternchen hatten wir Loriot mit dem Nashorn und wir hatten Herrn Kohlhaas mit Jimmy, dem aufblasbaren Gummipferd. Du erinnerst dich schon. Reinhold schwach. Das Nashorn, aber nur sehr dunkel. Das ist lange her. Ja, und das Gummipferd wurde auch nur bis 77 gemalt vom Herrn Kohlhaas. Und da bin ich ja auch nach Köln gezogen, weil ich da Abitur hatte. Bis dahin habe ich das aber gesehen. Und deswegen möchte ich zu Tränen gerührt sagen. Ich glaube nicht, dass Marvel das so gemeint hat. Aber wenn du das mal eben zeigen möchtest, die vollgefressene Jolly Jumper erinnert mich komplett an Jimmy. Oh Gott, ich fange an, die Leute zu langweilen. Okay. Nein, ich kenne es nicht. Tut mir leid, Marvel, ich liebe dich. Genial. So, sprecht ihr. Bin raus. Hab mich gehen lassen. Begeistert, bewegt. Na, ich bin da so ein bisschen, also ich möchte irgendwie ungern so einem unglaublich talentierten Zeichner jetzt da irgendwie so. Ich habe irgendwie einfach, ich hatte auch diese Bedenken, wie funktioniert. Ich habe auch diese anderen Hommage-Folgen nicht gesehen, also die anderen Ausgaben, die es da gibt. Und ich bin ein riesiger Lucky Luke und Morris-Fan. Also insbesondere der Strich von Morris, wie der Pferde gezeichnet hat und wie der
so Hände und Colts und so, der konnte das einfach besser als jeder andere. Ich habe das einfach so geliebt. Und natürlich tut man sich dann so ein bisschen schwer, wenn jetzt jemand versucht das, also ich habe ja meinen Lucky Luke schon, ne? Also den gibt es ja und Jolly Jumper und so. Und nein, Moment, da muss ich kurz eingrätschen. Er versucht ja nichts. Es ist seine Hommage an Lucky Luke. Genau. Die kann er nur mit seinem Stil machen. Und also das finde ich positiv, dass es jetzt nicht der Versuch ist, da irgendwie anzudocken oder das irgendwie zu imitieren oder so, sondern dass es irgendwie ein eigenständiger Stil ist. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Comic. Für mich ist es halt nur nicht wirklich ein Lucky Luke, weil ich das einfach nicht mein Lucky Luke ist. Also das muss ich einfach so. Und jetzt komme ich. Und als ich es das erste Mal las, dachte ich auch, Hilfe, es ist kein Lucky Luke. Und heute habe ich es zum zweiten Mal gelesen. Und da dachte ich, verdammte Tat, es ist ja total ein Lucky Luke. Weil die Ingredienzien sind alle Lucky Luke. Und dann mit dieser unfassbaren Originalität des Fahrradplots. Ja, aber das Problem ist, so weit kommen die meisten ja nicht, dass sie es ein zweites Mal lesen. Also ich muss sagen, ich weiß, dass es vielen geht wie Max, wenn ich den auch im Laden habe, den Band. Die gucken ihn an, finden es interessant, auch Lucky Luke und Fahrrad, gucken da rein und sagen auch, das ist für mich nicht Lucky Luke. Tatsächlich, es ist leider so. Weil sie dann also schon sagen, es ist ein völlig anderer Zeichenstil und packen es dann oftmals halt wieder weg. Das war schon beim Spirou nicht so, den Flix gemacht hat in Berlin. Ja, weil Flix aber auch sehr an Spirou dran war. Ja, der sah halt nicht so fremdartig anders aus, dass Leute dann gesagt haben. Er konnte auch seine Berlin-Hommagen machen, ist ja auch ein großartiger Band. Ja. Also erstmal können wir ja an dieser Stelle auch erstmal jubeln, dass deutsche Künstler sich an all die großen Ikonen ranwagen dürfen, finden wir alle großartig. Mhm. Und ich gebe euch recht, weil ich war auch ein bisschen irritiert. Jetzt habe ich den Marvel halt so lieb, weil er ja hier war und mir den Bären gemalt hat, dass ich da auch nicht so richtig objektiv bin. Das gebe ich einfach zu. Also wenn ich jemanden lieb habe, das geht mir mit Ralf König auch so. Wenn ich jemanden lieb habe, da finde ich es erstmal per se geil. Na, ich finde es wirklich, also ich liebe seinen Zeichenstil. Ich finde ihn ganz schön, ganz liebevoll. Mag das sehr gerne, auch wie es koloriert ist. Also ich finde es wirklich auch total detailverliebt. Also ich finde es ganz tollen Comic. Ich habe nur immer noch, ich kann es nicht loslassen, dass der Jolly Jumper dann irgendwie anders ist. Aber lass mich nochmal kurz diesen Kollegen vom Tagesspiegel zitieren dürfen. Diesen Bela Sobotke, den wir im Moment alle noch nicht so gut kennen. Vielleicht lädst du ihn ja mal ein, lieber Kardinal. Der schrieb eben auch, dass mit diesen Schlauchrahmen und dass der Marvel, der ist halt Marvel. Und dass es aber eben in dieser Geschichte total aufgeht, dass die Action funktioniert, dass die Hommage funktioniert. Und für mich nochmal vom Herzen, weil ich auch ein alter Lucky Luke-Fan bin, diese Jolly Jumper-Geschichte, diese ganzen Eckpointen mit Jolly Jumper und dann zankt Lucky Luke sich im Saloon und Jolly Jumper wartet schon wieder vor dem dritten Fenster von links, weil das war ja immer ihr Trick. Und er springt auf das Fahrrad auf und nicht auf sie und sie ist total verletzt. Und diese Eifersuchtsstory auf einen Drahtesel im wahrsten Sinne des Wortes ist so zauberhaft und so zart. Ja. Und ich meine, nochmal, natürlich haben wir alle unsere Ikonen, ob das Lucky Luke ist, ob das Asterix und Obelix ist. Aber wir haben ja auch schon Hommagen an Uderzo und Goscinny gelesen, wo Künstler mit ganz verschiedenem Strich ihre kleine Asterix-Geschichte gemacht haben. Oder hier in Deutschland zu Wilhelm Busch, Ralf König und. So, da haben wir doch alle gedacht, ach, das ist aber mal spannend. Das, was wir so genau und so kennen, von einem anderen Zeichner mit seinem Humor, mit seiner Perspektive neu interpretiert zu sehen. Ich finde das großartig. Ich meine, letztendlich hat Andy Warhol nichts anderes gemacht. Ne? Der hat ein Foto von Marilyn Monroe genommen und hat anders bemalt und gedruckt. Also ich meine, sorry, aber jetzt, wenn wir von der neunten Kunst, von Comics sprechen, da spreche ich jetzt vor allen Dingen auch den bildenden Künstler in dir, aber auch in dir an, dann ist das doch genau auch eine Chance, den Comic zu revitalisieren. Ja, genau. Ja, und vor allem ist es auch sehr mutig, das zu machen. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also das ist auch genau das Thema. Man muss es sich trauen, es zu machen, deswegen auch dem Verlag, also Hut ab, dass das Konzept dann so macht.
Und ich finde, als Leser sollte man sich das dann auch manchmal trauen. Und da finde ich es natürlich dann schade, dass die Reaktionen im Laden ja nicht mal so sind, wie sie sind. Ich finde es auch schade. Es ist natürlich so, die Geschichte, wie soll ich sagen? Ich hatte ja auch den Reflex erst einmal, ne? Das ist jetzt grafisch nicht der Lucky Luke, den ich kenne. Da habe ich mich aber auch gefragt, ja, aber ist doch eigentlich geil, dass das mal so ist. Und hat mich dann tierisch gefreut, dass der Marvel einen extrem guten Job damit gemacht hat, all die Dinge, die mir in den manchmal mir zu glatten neuen Lucky Lukes gefehlt haben, der hat die ja alle wieder eingebaut. Und genau das ist es. Der hat die Faszination zurückgeholt. Und genauso, wow, genauso sehe ich es auch. Die Zitate, die Hommagen, ja, die Pointen, entweder nur im Bild oder verbal. Genau. Der Lucky Luke, so wie wir ihn seit 100 Jahren kennen, und nochmal klar, die Anfänge, da haben wir als Kinder alle gesessen, wie Hammer ist das denn? Ja, genau. Und haben einen Band 10, 12, 20 Mal durchgeblättert, ja, und fanden immer wieder reicht, was Neues, genau, und haben uns gefreut. Und dann wurden die immer glatter und glatter und glatter. Und wir hatten also eigentlich nur die Freude an der Ikone Lucky Luke. Genau. So, und jetzt habe ich dank Marvel aus Ost-Berlin, gebürtig, genau, habe ich einen Lucky Luke mit allem, was Lucky Luke immer ausgemacht hat. Genau, richtig. Und das finde ich, also das finde ich so eine Leistung, da kann ich mich überhaupt nicht drüber beruhigen. Da kriegst du hier auch gar keinen Widerspruch. Also die Story passt sich perfekt in den Lucky Luke-Kosmos ein. Ja. Es ist eine der stärksten der letzten 20 Jahre, ja, oder so, auf jeden Fall. Und ich würde es auch schön finden, und das tun ja auch viele, wenn die Leute halt dann trotzdem zugreifen und neugierig auf diese Version sind. Ja. Und eine Sache möchte ich noch sagen, ich hoffe, ich zum Schluss, ich komme da nicht dem Marvel irgendwie zu nah, aber ich habe Kinderland mit großem Interesse damals gelesen und fand es wunderbar, wo er seine Kindheit in der DDR und sein Tischtennis spielen und Fahrradfahren und alles auch verarbeitet. Ich habe den Eindruck, ich würde gerne mit ihm selber darüber reden, habe ich jetzt gerade nicht die Möglichkeit. Ich persönlich behaupte jetzt aber mal, für ihn war das eine großartige Vorlage. Denn er hat ja immer auch mit dem Hasen und seinen ganzen Stories, die er gemalt hat, das war ja immer sehr autobiografisch geprägt. Und jetzt hat er diese Vorlage, ne? Lucky Luke, so pass mal auf, hier, da ist ein Pferd, das heißt Jolly Jumper, wir sind im Wilden Westen. In der Regel haben wir Leute, die es wirklich schon gab, Smith und Wesson und bam, 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 mach was draus. Und also ich habe ihn als Artist noch nie so kreativ, was du eben sagst mit der Koloration auch, da sind ja Farben und Bilder und Stimmungen dabei, wo ich sage, wow, kann mal jemand kommen. Natürlich ist das durch seinen Stil jetzt nicht so atemberaubend, als wenn wir jetzt hier Batman hätten, ne, mit vorm Sonnenuntergang, aber das ist genau die Kunst für mich, also für mich, ihr merkt, ich verhasse, also ich ver... Nee, finde ich aber völlig richtig. Ist ja auch, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Kinder, die sie das lesen, die werden da drin versinken, ne? Ja, also ich habe den Eindruck, dass der Marvel in diesem Band wirklich über sich, ich will nicht sagen hinausgewachsen ist, weil ich glaube, es ist für jeden Zeichner, auch für Flix war es sicherlich schwierig mit Spirou, und das ist immer schwierig, oh Gott, hast eine Vorgabe und dann so eine Ikone und mit welcher Intelligenz und mit welchem Selbstbewusstsein zu seinem eigenen Stil und mit welcher Humorsicherheit und auch mit welchem Phantom als Kenner von Lucky Luke offensichtlich er daran gegangen ist, also ist für mich ganz großer Respekt. Ich glaube, so das typischste Lucky Luke-Bild, was man so im Kopf hat, ist doch auf der Rückseite, wenn er schneller zieht als sein Schatten und so dieses Loch in diese Wand schießt. Mhm. Und was er dann daraus gemacht hat mit dem Fahrrad, genau. das ist schon toll. Das finde ich eigentlich das beste Zeichnung. Das ist so witzig und es ist so kreativ. Also ich muss jetzt mal bitte auch als Komikerin oder auch, weiß ich nicht, schwärmen dürfen, wie kreativ er die Vorlage Drahtesel nutzt, um alles in den Wilden Westen zu prökeln, mit dem Platten wegen der Sporen, und auch nochmal diese Zeichnung, wenn er da die Hängebrücke hat und dann das Rad ohne Schlauch auf den Felgen, wie so auf dem Hochseil. Ja, also die Bilder, die er hatte oder die Bilder, die er kreiert hat, die Situation von großer, großer Action, nochmal. Das ist nicht eine pupige, mal eben erzählte Geschichte. Das ist atemberaubende Action. Auf allen Seiten geht es rund. Mit einem herrlichen und auch rührenden und auch brüllkomischen Happy End. Ja. Was ich nicht spoilern werde, Volker Rohbrand.
Dankeschön. Bin ich euch zu hysterisch fähnig jetzt? Nee. Nee, gar nicht. Was soll ich sagen? Nein. Ja, sag was. So nein. Ich fand, du hast das ja mit sehr viel Emotionen gemacht und das zeigt, dass es dir super gefallen hat. Und das ist ja authentisch, doch super. Das finde ich ist das Schlusswort der Welt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut heim und euch noch einen schönen Abend, wo immer ihr seid, oder einen schönen Morgen. Schaltet wieder ein beim Comic Talk. Danke vielmals, Volker Robran, Olaf Neumann und Max Giermann. Und Hella von Sinn. Thank you.